So, Test, Test. Ich habe mich noch nicht. Bin ich gerade wieder offline gegangen? Hallo? Okay, ich höre mich, aber es hat eine ganz schöne Verzögerung. Ist aber egal, Hauptsache ich bin da. So, ab in den Steam Manager auf dem Handy und dann ist das doch schon mal ganz gut. So, hallo YouTube, denn auf Twitch ist noch niemand da, der mich gerade sieht. Herzlich willkommen zurück zu Starbound. Die letzte Woche war ein bisschen komisch und die nächste Woche wird nicht besser und selbst der heutige Tag ist ein bisschen anders. Deswegen, naja, gab es letzten Mittwoch keine Folge. Diesen Mittwoch, also der kommende, da kommt auch keine Folge und heute bin ich ein bisschen später dran und ich werde dann auch leider früher aufhören müssen. Mal gucken, wann und ob Backflip noch dazu kommt. Ich habe ihm schon mal Bescheid gesagt, dass ich jetzt dann gleich da bin. Allerdings, ich habe ihm heute früh schon gesagt, eventuell bin ich... Ich dachte gerade, was ist das für ein Planet? Okay, ich bin auf unserer Basis. Heute früh ging es mir nicht so gut, deswegen habe ich gesagt, vielleicht mache ich heute gar keinen Stream. Eventuell hat er sich dann vielleicht was anderes vorgenommen. Das weiß ich noch nicht. Wir werden sehen, ob er noch dazukommt oder nicht. Und wie gesagt, selbst wenn er dazukommt, heute soll es nicht so lange gehen. Obwohl, das habe ich jedes Mal gesagt und dann ging es doch ein bisschen länger. Aber heute wird es nicht so... heute wird es wirklich nicht so weit sein. Neben mir habe ich noch ein bisschen Tee, von dem ich gleich mal ein bisschen trinke. Ich hoffe, ich kriege das hin während des Let's Plays. Das Mikrofon ist zu sehr im Weg. Ich glaube, den trinke ich dann in ein paar Stunden kalt. Das schmeckt aber immer noch, das ist kein Problem. Okay, ich habe die Folge, glaube ich... Oh, Flip ist connected. Okay, Flip ist da. Hurra. Das freut mich doch schon mal. Ich habe die Folge genannt Sammeln für Schönbau oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es genannt habe. Hey ho, genieß deinen Tee. Ja, danke. Ja, ich kann dir mal ein bisschen was dazu schreiben. Wer hat sich jetzt hier verletzt? Ach so, Flip verletzt sich gerade wegen... weil wir gegen Radioaktivität Sachen brauchen. Ja, ich hatte im Prinzip sowas Grobes vor, wie... Ich habe jetzt zwar eine Rüstung, die müsste mich doch... Nee, Quatsch, ich habe hier auf dem Rücken was, was mich gegen... Radioaktivität schützt. Und dann habe ich noch ein bisschen Accurate Shards. Bei der letzten Folge war ich ja ganz kurz davor, die Schleimrüstung zu bauen. Und ich dachte mir, das mache ich jetzt mal wirklich. Und mit der Schleimrüstung wollte ich dann nochmal auf... wie hießen die Dinger? Auf Penumbra-Planeten gehen. Denn soweit ich mich erinnern kann... Ich gucke gleich mal nach. Beim Penumbra-Planeten gab es doch dann die Materialien, die wir irgendwann irgendwie brauchten, um... Meta-Pendipolator-Module herzustellen. Ich glaube, das könnte hier drin gewesen sein. Have Material. Nein, mach das mal raus. Da kann ich ja lange suchen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist das überhaupt drin? Es sind viele, viele Sachen freigeschaltet und mein Gedächtnis ist natürlich nicht das allerbeste. Es ist okay, aber für das hier... Okay, hier ist es nicht drin. Dann war es wahrscheinlich doch hier drin. Und ich habe nur nicht die Matten. Ja, hier ist es doch. Ach, Diamanten brauchen wir. Oh Gott. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was wir für eine Quelle für Diamanten hatten. Irgendwie wusste ich noch, wir brauchen diese Penumbrin-Shards. Und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach ein bisschen was, dass ich Penumbrin-Shards im großen Maßstab sammeln kann. Aber Diamanten... Diamanten ist ja nochmal was anderes. Haben wir hier dieses Labordings? Nee, das ist wahrscheinlich oben noch. Gehe ich mal kurz dahin. Ich glaube, da waren sogar zwei. Da nehme ich mal eins mit für hier unten. Wir können MM brauchen Morphite für Upgrade. Stimmt, Morphite war ja auch noch sowas, was wir später brauchten. Okay. Startlab. Ich wollte mal kurz in dieses, Teil reinschauen. Genau, hier sind zwei. Dann nehme ich mal eins gleich mit für unten. Dass ich nicht die ganze Zeit hier rumlaufen muss. Und eins lasse ich mal hier, weil... Vielleicht bin ich ja mal hier unterwegs und
brauche das und will das. Ne, Diamanten wollte ich gucken. Ich wollte gucken, ob Diamanten irgendwo rauskommen. Das Output. Diamanten-Sample, Crystalline Honeycomb. Okay, Diamantenblock. Blast Zone. Das klingt irgendwie. Okay, Crystallina Honeycomb. So ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass das im großen Maßstab realistisch ist, dass wir das hier kriegen. Okay, und das andere war Morphite. Ich glaube, das war ein eigenes Erz, aber vielleicht kriegt man das noch irgendwie anders her. Irgendwo anders her. Achso, hier. Wieso? Ist das schon drauf geklickt? Ja. Oh Gott, das sieht. Auf meinem Bildschirm sehe ich das gerade ganz schwach. Ihr habt es wahrscheinlich schon die ganze Zeit gesehen, wenn ich hier verschiedene Sachen anklicke. Okay, nirgendwo kommt hier Morphite raus. Ach so, Moment. Nur weil diese Dinger gerade in der Nähe sind. Wenn ich das Labor mal unten aufstelle. Quatsch, hier dieser Laborplan nenne ich es mal. Vielleicht zeigt er mir das dann auch an für die anderen Sachen, die dort noch sind. Aber ich glaube, Morphite ist tatsächlich ein bisschen schwieriger herzukriegen. Mal gucken, was hattest du geschrieben? Wir können MM-Module herstellen, wir brauchen Morphite für Upgrade-Module. Ja, wie gesagt, ich hatte das jetzt gerade gesehen, gelesen, dass ich hier einen Diamanten brauche. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass wir großen Diamantenvorrat hatten. Das finde ich ein bisschen übertrieben. So, hier braucht man Morphite und auch einen Diamanten. Hier brauchen wir auch einen Diamanten. Und für Teleporter-Kurs brauchten wir, soweit ich weiß, auch Diamanten. Also es scheitert überall an Diamanten. Mal sehen, hier ist das Lab-Dings. Passt das hier optisch noch irgendwie rein? Dann haben wir da unten und oben die Sachen im Blick. Ja. Das erste war dir. Als Output. Ah, okay. Kristalle. Carbon, Kohl, Pure Carbon. Okay, in Blast Furnace Carbon reintun. Das wird wahrscheinlich eine sehr, sehr geringe Chance haben. Selbst Ashpile und Volcanic Ash, okay. Und Diamantenblock Blaston. Blaston weiß ich jetzt natürlich. Ich glaube, Blaston war was, was man sehr, sehr schlecht rauskriegen konnte. Aber prinzipiell, ja, könnte interessant sein. Achso, und das andere war Morphite. Das hier als Auspuss. Output. Ja, okay, sehe ich nicht. Mal sehen, die Rüstung beschützte mich vor Protopoisen und Gas. Protopoisen war ja auch ein bisschen nervig. Daran erinnere ich mich noch. Aber wir waren doch gerade über einen Protopoisen-Planeten. Hab noch ein paar Bienen für dich. Juhu! Wir brauchen mal irgendwie noch ein extra Lager für Bienen. Haben wir noch irgendwie einen freien Platz, einen freien Schrank oder so? Weil ich dachte mir, das mache ich dann irgendwann viel, viel später. Bei welche Kiste bin ich jetzt gerade hier drin? Okay, hier ist ja schon fast alles voll. So. Also hier haben wir noch ein. Ja, sehr schön. Oh, was haben wir denn da Feines? Ein Digger Queen. Ich glaube, Digger Queen waren irgendwas, was auch Metalle herstellen kann. Aber das kriegt man dann mit der Zeit schon raus. Okay, hier habe ich gerade nur die da drin. Ich ordne mal hier alles rein. Ah, da ist schon Digger Queen und Orchids und noch mehr. Und die sieht auch schön aus. Weeper. Ich glaube, Weeper war da, wo ich gerade unterwegs war. Und ich habe Hunger. Was habe ich denn überhaupt zum Essen? Nicht so viel. Ich glaube, die bringen genau die Extremely Well Preserved. Okay, die haben unterschiedliche Verfallszeiten. Hier ist was ziemlich Großes verfallen. Was habe ich denn hier Leckeres? Ergs. Ich weiß gar nicht, warum ich das hab.
Aber lass mal erstmal ein bisschen was davon. Also, ich kann gar nicht mehr auf einmal essen. Ja, dann erstmal ein bisschen Nahrung sammeln, indem ich am besten schon wieder ein paar Äpfelbäume pflanze. Erst fälle und dann das andere damit mache, pflanze. Oder ich guck gleich mal auf den Planeten da. Auf dem. Was war ich denn überhaupt? Das sieht aus wie ein Protoplanet. Nein, ich will erstmal wieder an meinen Captain-Stuhl. Bin ich denn? Das bin ich. Bin hier drüber. Protoworld Level 4. Und hier ist halt das da. Jetzt bin ich ja relativ immun. Das heißt, ich kann jetzt so ein bisschen länger da bleiben als nur das Notdürftigste. Ich glaube, die Oberfläche habe ich sogar schon einigermaßen gut durchsucht. Ich weiß gar nicht, waren wir bis zum Kern gekommen? Oh, wow, Pultui, das ist natürlich auch ein Gewinn. Sie sieht schon ein bisschen aus wie Proto. Ja, das ist. Ich hier nicht noch mehr gesehen? Im Zweifel kann ich mich hier auch wieder nach oben buddeln. Oder war das der Planet, wo plötzlich dann so eine Schicht mit nichts war? Da sehe ich eine Kiste. Kann man doch schon mal hingehen. Und wenn nichts anderes übrig bleibt. Oh, ich werde sogar gegengeheilt. Ich glaube, die Kiste ist leer. Guck mal einfach mal in die nächste Reihe. Bio-Samples sind natürlich auch ganz wichtig. Irgendwas habe ich gerade aus Versehen umgebracht. So. Ist natürlich allgemein ganz interessant und wichtig hier, die ganzen Bio-Samples und ich glaube. Oh, jetzt habe ich mich aus Versehen selbst geschüttet. Wie schützt du dich gegen Protopoisen? Die Rüstung, die ich gemacht habe, hat das als Immunität. Das war der Hauptgrund, warum ich mich dann dafür entschieden habe. Gegen verschiedene Gase, ich weiß nicht genau, was hier für ein Gas gemeint ist, und Protopoisen. Und alternativ habe ich noch die Radioaktivität auf dem Rücken. So, da sehe ich noch ein paar Proto-Dinger. Ich weiß echt nicht mehr, aber ich würde einfach mal gucken, zum Spaß, ob der Planet auch zufällig Proto-Flüssigkeitskern hat. Habe ich irgendwie einen Teleporter im Inventar? Wahrscheinlich nicht. Würde mich wundern. Eine Flagge habe ich. Oder? Nee. Doch, hier habe ich eine Flagge. Das heißt. Und Flaggen sind auch nicht so teuer. Ah, jetzt habe ich dich aus Versehen Akku gemacht. Das wollte ich natürlich nicht. So, hier sind einige Lebewesen. Und eins davon habe ich gerade getriggert. Ah, das ist irgendwo unten. Stört mich jetzt erstmal nicht. So. Ah, da ist noch eine neue Pflanze. Oder eventuell eine alte Pflanze. Ah, ein bisschen Bio-Us. Bio-Us können wir produzieren, aber eventuell ist hier auch ein Bio-Us-Kern. Ich weiß zwar nicht, warum wir das dann brauchen sollten, aber wenn wir es kriegen, warum nicht? Hauptsache, ich komme hier wieder hoch. So, das hier sieht es noch einigermaßen sicher aus. Dense Protoshale. Oh, jetzt ist wieder die normale Musik. Eigentlich eine schöne Musik, aber irgendwie fand ich die andere passender zu diesem Planeten hier halt hier. Zack. Okay, da müssen wir dann. Muss ich mich dann wieder rausbuddeln. Okay, ich habe hier ein. Ein kleines Problem mit meiner Gesundheit. Scheiß drauf. Ah, verdammt. Das hätte ich nicht sagen sollen. Okay.
Ich wollte gerade noch die Heilung nehmen. Hier die Nahrung zum Heilen. Ja, genau. Hatte ich eigentlich. Ja. Die habe ich ja eh nicht wirklich. Dann gehe ich nochmal kurz auf den normalen Planeten, um nochmal ein bisschen irgendwie was an Nahrung mitzunehmen und was zur Heilung. Ach genau, du warst dafür eingestellt, Organic Soup zu sammeln. Etherian Alge. Hatte ich das nicht schon irgendwie halb angepflanzt? Ich glaube, das ging nicht unbedingt weg. Das war irgendwie so eine Art lila Kleeblatt. Hier drin sehe ich das gerade nicht. Oder du machst das weiter mit der Protozeit und ich schaue mal nach. Okay. Hier unten, das war Acid. Da bin ich jetzt natürlich nicht mehr immun dagegen. Interessant, dass wir immer noch. Irgendwo ist hier ein kleiner Rest Acid übrig geblieben. Seitdem verfolgt uns dieser Mist hier natürlich. Müsste man wahrscheinlich komplett hier nochmal die Gegend, sag jetzt mal, grundsäubern. Aber. Ach genau. Ist hier zufällig? Ja, es geht. Ich wollte mal allgemein hier reingucken. Das Swim Boost brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Immun gegen Protopoisen. Die Dinger hier, ich weiß nicht, ob du gerade das im Stream siehst, Flip. Die machen uns auch eine Weile immun gegen Protopoisen. Die wachsen hier in der ersten Reihe ganz unten. Und dann immer schön essen. Ah, okay. Wie lange? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das 2M besteht für 2 Minuten. Plus 7 Defense gibt das Ding noch außerdem. So, hier war unser Mutter Wisksilk. Hier sind ein paar Kartoffeln, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Reicht ja eigentlich auch zum Essen. Zumal die ja dann auch schlecht werden. Hier ist einfach nur leer. Ah, hier. Hier ist unsere Alien Algen Seed. Aber das scheint. Wächst das? Ja, das wächst. Dann kann ich ja das eigentlich mal mitnehmen. Und kann ich das hier nochmal einpflanzen? Mit dem bisschen Wasser, was ich gefunden habe. Aber sehr langsam, ich weiß. Deswegen habe ich es quasi verdoppelt, indem ich jetzt einfach einen zweiten davon hergestellt habe. Okay. Hier ist das Mais schon ein bisschen verdorben. Das tut mir leid für dich, Mais. Okay, da unten ist jetzt nichts mehr. Vielleicht eine modernen Kur. Ja, das auf jeden Fall später. Momentan scheitert es eher daran, dass hier erstmal alle Schritte sind zu irgendwann irgendwas viel Größerem, Besseren. Jetzt geht es erstmal nur darum, dass wir grundsätzlich die Ressourcen dafür haben. Okay, das hier sollte nicht so schnell verfaulen. Das verstopft nur. Und das hier hat kein Wasser mehr. Haben wir irgendwo relativ viel Wasser? Nicht ausgerechnet hier. Da ist auch kein Wasser mehr drin. Und unser Regenwasser wird ja aus Versehen gerade in Sulfuric Acid verwandelt. Da. Mal gucken. Auf der anderen Seite, die Sachen brauchen wir jetzt gerade nicht so dringend. Dann soll das halt aufhören zu wachsen. Ich hoffe, das ist okay. Wo waren das jetzt, was gerade leer geworden ist? Hier diese Algen. Es könnte auch sein, dass die so schnell durch sind, weil das schneller wächst als die anderen Sachen. Und hier ist Kakao. Aber ohne Dünger. Habe ich gerade Dünger? Ja, ich kann die Nahrungsreste hier als Dünger reintun. Aber das wächst auch. Okay. Nee, das hier. Das wächst auch. Und hier. Interessant. Das sind Kristalle, die da drin wachsen. Ich dachte, das wären irgendwie richtige Kristalle. Deswegen habe ich das in unsere Kristallbox geschmissen, aber das scheint irgendwie eher was landwirtschaftlich Erzeugtes zu sein. Meinetwegen. So richtig viele Buff-Früchte habe ich jetzt erstmal noch nicht.
Aber das könnte reichen, um jetzt irgendwas Cooles hier zu kochen. Hier nicht. Kulinarik hatte ich schon mal freigeschaltet. Level 1. Oh, hier ist was. Pure Flower. Achso, das waren nur die aus diesen Curry-Früchten. Sieht das mal nicht so aus. Ich habe Gravity Liquid. Okay, cool. Ich glaube, das hattest du ja mal. Da hatten wir doch mal so ein Labor gefunden. Was, ich glaube, das ist dann in späteren Rezepten wichtig. Am Anfang noch nicht. Ja. Auf jeden Fall nicht wieder in Sulfuric Acid schmeißen. Ich nicht mal hier ein Lagerfeuer. Ich werde, ich habe etliche Lagerfeuer noch im Inventar. Genau, eins hatte ich schon mal irgendwo aufgebaut. Dann wieder vergessen, wo ich es aufgebaut habe. Ach, da ist es. Wieso ist das vergiftet? Naja. Achso, ich wollte gucken, was ich aus meinem Essen kochen kann. Baked Potatoes und Boiled Peas. Popcorn. Ja, also die Standardrezepte. Aber das reicht ja erstmal zum Sattwerden. Und so ein bisschen Heilung ist auch da drin. So, Tomaten kochen. Obwohl, das sind ja eher so gebratene Tomaten auf dem offenen Feuer. Naja. Und Apfelsaft hatte ich in Erinnerung, dass das ein gutes Heilmittel ist. Mach mal zumindest hier die vordere Reihe fertig. Hier ist noch so ein kleines Stückchen übrig geblieben. So, wir haben sehr viel Iridium. Also brauche erstmal keins mehr. Okay. Ich kann mich aber erinnern, dass Proto, die ganze Proto-Geschichte, die braucht man ab und zu trotzdem mal ein bisschen. Okay, ich habe ja echt keine Rüstung mit dem Set hier. Früher wäre das kein Problem gewesen, aber mit meiner jetzigen Geschicklichkeit auf dem Steam Deck ist das natürlich ein bisschen problematischer. Ich kann ja hier ein bisschen schneller durchgehen. So, und auf dem Rückweg sollte dann ja das alles erledigt werden. Und ich glaube, ich kann die Sachen direkt zum Apfelsaft machen, oder? War das hier? Genau. Tomatenshake. Jetzt haben wir. Ich könnte ja mal gucken. Oh, Coconut Drink. Das klingt doch lecker. Hat aber sehe ich erstmal noch keine besonderen. Re Das ist viel zu viel. Ape Juice. Nee, dann bleibt man doch lieber bei meinem Apfelsaft. 60 Apfelsäfte, das passt doch. So, dann lege ich mal das hier hin. Und das hier. So. Erstmal. So, jetzt habe ich erstmal alle beide Heilungsbuffs. Sehr schön. Auf zum Schiff und dann runter und dann mal gucken, was mit meinem Zeug übrig geblieben ist. Ja, sollte eigentlich okay sein. Achso, das Schlimmste war ja natürlich die Stelle, an der es dann so weit nach unten ging. Das hat natürlich mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich glaube, ich bin immer weiter nach links gegangen, so ein Stückchen weit zumindestens. Ich gehe einfach weiter gleich. Okay, hier bin ich schon wieder völlig woanders. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, ich könnte ungefähr da rauskommen, wo ich beim ersten Mal gestorben bin. Und wenn nicht, dann. Ja. Dann habe ich halt Pech gehabt. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das einigermaßen gut klappen könnte. Es gab doch irgendwie so ein Objekt, ich glaube, das hieß irgendwas mit Memento Mori.
Okay, ich muss dich umbringen. Verdammt, das werde ich nicht überleben. Okay, ich habe hier jede Menge verschiedene Buffs. Okay, jetzt setzt die Heilung ein, von was auch immer. Wow. Proto Quervel. Sieht doch ganz okay aus. Hier ist jede Menge Bio-Us. Ich hätte mir noch irgendeine Immunität gegen diese andere radioaktive Suppe besorgen sollen. Ja. Aber das ganze andere Zeug, was ich gesammelt habe, sehr, sehr schade drum. Ich glaube, ich kann jetzt mal so langsam wieder in die Richtung gehen. Mich gerade, ob ich irgendwas Besonderes gerade umgebracht habe. Ich hoffe nicht. Achso, ich habe doch direkt hier wieder so eine schöne Ader. Von wunderschönen, grün leuchtenden Herzen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich will es haben. So. Da unten links sehe ich noch was Größeres. Natürlich will ich dahin. Hoffe ich mal, dass irgendwie wieder Heil nach unten komme. Na, das war schon mal nicht das Beste. Da greift mir schon wieder was an. Du was? Ich lasse dich einfach da, wo du bist. Das ist schon wieder der nächste wieder. Oh, hier ist ein bisschen Tar. Okay. War das schon die Stelle, wo man so weit nach unten springen musste? Auf jeden Fall sehe ich da unten jetzt noch mehr Gegner. Ach, das sind solche Mondmutanten, die es sonst eigentlich nur in der Mondmission gibt. Ach, stimmt ja, und die ganzen Bio-Samples und so weiter, die sind jetzt natürlich auch verloren gegangen. Das ärgert mich natürlich am meisten. Obwohl, ich muss doch hier einfach nur so ein bisschen den Obergrund abrasen und dann kriege ich das doch wieder. Na, komm her, du. Hier. So ein bisschen die Oberfläche. Ich mach's mal lieber von der Seite. Ja, Biometer, Samples, alles Mögliche. Sehr schön. Paar Metalle und hier ist natürlich schade, weil es dann dunkler wird in der Umgebung. Apropos Umgebung und es wird dunkel, ist mein... Ach ne, der macht ja immer noch so komische Geräusche. Der hat noch keinen Collar. Den könnte ich eigentlich auch zum Leuchten bringen. Aber erstmal du. Oh, hier ist ein gegrabener Gang von mir. Habe ich den jetzt gerade gegraben, oder? Ich glaube, ja. Ich würde mal langsam wieder in die Richtung gehen. So. Sieht eigentlich schön aus hier. Ich will es eigentlich gar nicht kaputt machen. Wenn dann die Stelle kommt, an der es so massiv nach unten geht, da könnte man dann so auf so einer Welle quasi nach unten reiten. Ich glaube, das ist hier nämlich gleich wieder der Fall. Kann man sich so ein bisschen Schutt mitnehmen. Und... So. Okay. Völlig umsonst Sorgen gemacht. Okay, mit was wird denn da hinten geschossen? Das müssen wir mal untersuchen. Ja, bleib mal lieber in meiner Nähe, mein Freund. Ach, dieses Tarn nervt irgendwie massiv.
Ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt langsam wieder nach rechts. Weil ich vielleicht ein bisschen zu weit nach links gegangen bin am Anfang. Aber ich weiß es echt nicht. Ist nochmal so. Ist das jetzt der Moment, wo es so heftig nach unten geht? Oh, das nächste Biom. Und es ist... Ja, akzeptieren. Stimmt, ich habe irgendwie vergessen, dass wir das machen müssen. Aber du hast dran gedacht, danke. Ist natürlich auch eine Methode. Dark Water, okay. Erstmal mitnehmen. Und dann haben wir um uns herum sehr, sehr viele Crystal Blocks. Das könnte natürlich auch interessant werden. So, du stürzt dich kopfüber nach unten. Guck auch mal. Und gehst wieder zurück nach oben. Erkios Crystals und das sind ganz normale Crystal Blocks. Okay. Da sehe ich ein paar rote... Hoppla. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie... Zaniba, genau. Zaniba oder so. Ich glaube, aus dem Crystal Blocks bekommen wir Diamanten. Ja, das könnte nämlich auch sein. Sowas ähnliches hatte ich doch gerade gelesen. Mindestens in einem gewissen Verhältnis. Passt das schon? Ich darf bloß nicht wieder sterben, wenn ich nach oben... Oh, hier ist eine Statue von der Schlange. Interessant. Nehme ich mal mit. Achso, ich nehme die doch automatisch mit, wenn ich einfach den Untergrund von der Statue kaputt mache. Was schön ist, ist natürlich, dass wir jetzt wieder mehr sehen können. Vorausgesetzt, ich gehe natürlich dort lang, wo wir was sehen. Ah, da ist das Thorium, was gezeigt wurde in dem Planetendings. Okay, da hinten leuchtet es auch. Achso, ist hier irgendwelche Truhen in der Nähe? Okay, da ist das nächste Biom. Es ist ein Fleischbiom, lecker. Fleischchance. Und Gift. Und ich bin nicht immun gegen Gift. Kann sowieso mal wieder was essen. Diese 60 Apfelsäfte, die halten sowieso nicht so lange. Also die trinke ich eh nicht so schnell aus, wie sie dann verbraucht werden müssten. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ein Labor. Komme ich da einfach so rein? Do not enter. Zu spät, bin schon drin. Okay. Da unten sind... auch Sachen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich hier irgendwas drücke, dass das dann alles unter Gift gesetzt wird. Oh, hier ist ein Meta-Manipulator-Modul. Sehr schön. Weißt du was? Ich werde das Wasser da einfach mal abpumpen. Und dann drücke ich mal die Schalter. Das sieht doch schon sehr verdächtig hier aus. Allein mit der Kiste da zum Beispiel. Ach, du wirst ja eh schon wieder alles gelootet haben. Ich bin doch wieder viel zu spät für alles. So. Jetzt wird's dunkel, weil mein Freund jetzt da unten in Dingens gefangen ist. Ich kann jetzt mal die Schalter drücken. Toll, jetzt habe ich zu weit gebuddelt, um hier noch vernünftig rauszukommen. Na okay, dann nehme ich mir noch die Einrichtung mit. Und ein paar neue Blöcke. Ich will ja dann sowieso schön bauen. Kann ich mir doch hier ein bisschen Inspiration holen, nenne ich es mal. Mit Inspiration meine ich Einrichtung. Okay, das irgendwie... Will es nicht mitnehmen. Ist eben mit Gewalt. So, das muss noch mit. Achso, jetzt finde ich natürlich auch nicht raus, was da passiert wäre, wenn ich die Schalter drücke, wenn ich hier die halbe Elektronik abreiße.
Nein, du sollst den Schalter drücken. Die machen nichts. Okay. So viel dazu. So, da wäre wieder ein bisschen Gift. Ich bin auch wieder in Gift getreten. So, im Hintergrund sehe ich immer noch so ein paar Kristalle. Das ist ja interessant. So. Bin. Hoppla. Okay, hier ist noch sicher runterzugehen. Und da ist schon wieder was. Ich mach mich wieder hoch. Okay, kein Problem. Matt ist jetzt hier. Einmal heilen bitte. Und bitte nochmal einen leckeren Apfelsaft. Okay, hier, das ist schon der Übergang zum nächsten, glaube ich, oder? Na, aber hier kann ich zumindest mal reingucken. Ah, ich habe wieder aus Versehen meinen Teil hier weggeschmissen. Achso, das kann ich doch auch so halb auseinanderreißen. Achso, die sind im Hintergrund, deswegen geht das, ne? Moondust, okay. Wie auch immer das zustande gekommen ist. Ich will erst mal gucken, was hier so normal drin gewesen wäre. Oh, Meta-Manipulator-Modul und ein Halsband Healing Collar 2. Wie viel hast du? Ich glaube, das hat nämlich nur Healing Collar 1. Wäre schon eine Verbesserung. Und das Ding ist leer. Okay, dann... Im Chat steht nichts. Oh Mann. Einfach so aus Neugier geguckt. Einmal so ein bisschen die Umgebung scannen. Mit Scannen meine ich einfach plump mitnehmen. So, das sieht eigentlich ganz hübsch aus. So, die meisten Sachen werde ich dann wahrscheinlich einfach herstellen. Aber... Damit kann man sich ja quasi Inspirationen holen. Und hier sind... Neptunium-Ohr. Auch nicht schlecht. Achso, ich kann ja mal... Achso, das bringt mir nichts, weil meiner nicht abgebildet ist. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal ein bisschen... nach Metallen scannen, aber... Ach, was soll ich denn da scannen? Okay, und jetzt bin ich quasi wieder am Anfang. Jetzt sind wir wieder im Protocyte-Biom, nenne ich es mal. Außer, dass der Stein ziemlich hart ist. Aber das ist eigentlich ganz gut. Das könnte darauf hindeuten, dass wir eventuell in der Nähe des Kerns sind. Okay, jetzt komme ich wieder durch... Ah, okay, das heißt auch irgendwas mit Dance. Ja. Komme ich hier runter? Nein, noch nicht. Ja, okay, der ist noch gesund genug. Ja, also... Ich glaube, das hätte ich gleich beim ersten Mal machen sollen, mein Freund und Helfer hier. Oh, das war nur Silbererz. Aber ist okay. Ach so, ich glaube... Toll, jetzt... Verdammt! Okay. Das wollte ich natürlich nicht. Was ich wollte, war... verdammt, was wollte ich denn? Ich glaube, ich wollte einfach nur rechte Taste drücken. Das habe ich jetzt mitgemacht. Ich wollte gucken, ob ich wenigstens Diamanten finden kann mit dem Teil. Weil die könnte es ja auch geben. So. Ich glaube, rohstofftechnisch bin ich jetzt ungefähr wieder da, wo ich beim letzten Mal war. Natürlich schade, dass ich jetzt hier so viel verloren habe, aber ich glaube, in der Zwischenzeit habe ich das locker wieder eingeholt. Hoppla. Mhm. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich auf dem Weg nach oben wieder einiges finde. Okay, da ist noch mal ein bisschen Tar, da gehe ich jetzt garantiert nicht rein. Oh, hier ist so ein blöder Roboter.
Nee, zum Ernten ist hier nichts dabei. Was ist das? Glow Fiber. Okay. Ist natürlich auch interessant. Und... Ach, da ist schon wieder der nächste. Da ist noch... Das sieht eigentlich friedlich aus. Ach so, das waren zwei nebeneinander. Und der eine war tatsächlich friedlich. Aber leider nicht der andere. Das ist natürlich blöd für euch. Wenn ihr da zusammen abhängt und nur aus einer sich nicht benehmen kann, dann fliegen halt beide aus dem Club oder so ähnlich. Das kennt man ja. So, ich nehme einfach mal ein bisschen von dem Zeug hier auch mit. Das ist ja sowas Ähnliches wie Öl. Und im Hintergrund ist Titanium. Interessant. Warum nicht? Könnte sein, dass ich schon einiges davon wieder dabei habe. Doch, 15 Stück. Doch, ja. Vielleicht kriege ich sogar auf dem Weg nach oben. Vielleicht kriege ich da sogar noch ein bisschen was. Von meinem alten Zeug davon. Ich hoffe es. Also noch gebe ich die Hoffnung nicht auf, aber es ist schon unwahrscheinlich. Und das sieht sehr lavarig aus. Ich glaube, der Kern besteht aus Lava von dem Planeten. Was ein bisschen schade ist. Hoppla. Muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht aus Versehen in die Lava falle. Oh, hier ist noch ein Dungeon oder sowas ähnliches. Nehmen wir natürlich mit. Die Frage, wie komme ich denn hier am sichersten nach unten? Ich glaube, der sicherste Weg ist einfach wirklich, sich straight nach unten zu buddeln. Verdammt. Erstmal sofort gegenheilen. Das funktioniert jetzt doch nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Wie mache ich denn das am dümmsten? Erstmal, oh, da sehe ich Titanium. Erstmal lasse ich das hier abfließen. So. Dann lasse ich das abfließen. Muss nur aufpassen, dass ich quasi nicht den Ast absäge, auf dem ich stehe. So. Hab ich noch... Achso, das habe ich doch alles bei meinem Tod verloren. Achso, ich habe doch Bäume gefällt. Oder? Ja. Das könnte reichen für ein paar Plattformen. 120. Ach, was soll's. So, und jetzt sagen wir mal 60 Plattformen. Und die setze ich jetzt dahin. Was war denn an der Stelle? Ach so, irgendwas, was mich gesund macht. Was haben wir denn da? Du zum Beispiel. Why not? Und jetzt die Plattformen. Wirks? Ist ja egal, Hauptsache ich kann da langlaufen. Was habe ich denn hier eigentlich für eine Waffe drin? Hier. Ich weiß nicht, was ich die bekommen habe, aber die sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich glaube, die habe ich mal aussortiert aus den ganzen Waffen, die ich so nebenbei gefunden habe. Verdammt, das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte. Nee, da mache ich den Boden kaputt, auf dem ich selber stehe. Ich will das hier kaputt machen. Genau, das soll schön abfließen. Erstmal schön weit runter. Weg damit. So, und jetzt. Ab wo kann ich ihn bauen? Da, das muss reichen.
Das fließt hier unten nicht ab. Ich weiß. Ich sammle das jetzt einfach auf. Ich will einfach nur ein bisschen nach links und ich will das ganze Titanium, was da drin in der Wand ist, will ich doch nur haben. So. Und ich sehe gerade, da unten sind auch noch irgendwelche Metalle. Erstmal kann ich da oben das hier mitnehmen. Ach so, es gab doch einen Trick. Eventuell mache ich jetzt hier meine ganzen Blöcke kaputt, aber ist auch egal. So. Jetzt müsste die ganze Lava passé sein. Ich kann dann wieder von vorne. Und das noch, da geht die Titanium-Ader weiter. Unrefined Limestone finde ich jetzt hier interessant. Aber ich wollte ja eigentlich in das Ding hier rein. Deswegen tue ich mir das überhaupt an. Hängt das da oben? Komme ich das wieder runter? Ja. So, hier ist noch ein bisschen Tungsten und Titanium drin. Und irgendwann. Was ist das Zeug hart? Ah, das ist Bloodstone. Durch das, was ich jetzt mich grabe, das ist das, was wir auch für Diamanten brauchen. Oder wo wir auch Diamanten rauskriegen können. Unter anderem. Ist natürlich ziemlich hart, das da rein zu buddeln. Okay, hier, das müsste giftfrei sein. Ja, toll. Wegen 100 Pixeln ist hier noch eine Kiste drin. Hier, das ist noch. Nö, ansonsten ist hier nix. Willst du mich zufällig heilen? Ja, du bringst mich zum Leuchten, das ist natürlich auch schön. Okay. Da sind noch ein paar Core-Fragments. Ja, Core-Fragments heißt ja, dass wir im Prinzip auf dem Core sind. Da, das ist genau das Material, das wir brauchen. Okay, da unten sind dann noch mehr andere Gesteine. Aber ehrlich gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt hier noch so viel Neues erwarte. Höchstens jetzt noch solche kleinen Mini-Dungeons, wie das, was ich jetzt gerade für 100 Pixel mich fast umgebracht hätte. Das muss nicht sein. Ah, hier ist dieses andere Gestein, was ich da unten schon gesehen habe. So, fließ mal ab. Ich brauche dich gerade nicht. Na toll. Das hätte ich auch 5 Sekunden eher machen können. Unrefined Limestone. Ah, okay, das haben wir doch auch schon. So, ich mache mir mal da einen Weg. Bräuchte eine Immunität gegen Lava. Das wäre sowieso interessant. Achso, jetzt bin ich wieder mit dem Blaston gefangen. Ja. Aber zumindest haben wir dann einiges davon. Weil jetzt sind wieder diese hässlichen Dinger weg damit. Und das da ist auch gefährlich. Heil dich. Ja, gute Idee. So, nochmal ein Stückchen leckeren Apfelsaft. So. Dann jetzt nochmal hier durch das Geblaststone. Ah, da sind doch ein paar Metalle drin. An sich schön, aber dann dauert es halt noch länger, da durchzukommen. Okay, das war's schon mit Metallen. Es dauert trotzdem so lange. So. Ob ich nochmal leuchte, wenn ich mich mit dem hier anfreunde? Ja, aber ich werde geheilt. Ist auch nett. Dankeschön. Da ist eine Ranke. Stimmt.
Da oben geht's wieder mit normalen los. Ach so, wenn ich... Ich brauche einen richtigen Untergrund, damit die Ranke sich in irgendeinen Rohstoff verwandelt. So, komm mal runter. So, könnte reichen für das, was ich dann später brauche. Na toll. Ich mache mir hier eine kleine Plattform. Sollte reichen. So, und jetzt ab nach oben. Genauso chaotisch, wie ich nach unten gekommen bin. Achso, ich bin vergiftet, deswegen. Huh, 20 Pixel und deswegen quäle ich mich ja durch den heftigen Teer. Ah, hier ist der Gang, wo ich sozusagen runtergekommen bin. Aber eventuell war das sogar gar nicht so schlecht. Wie viel Blaston habe ich denn jetzt so? 1000. Ja, wegen mehr würde ich jetzt auch. Also, so länger ich unten bleibe, desto mehr habe ich Angst, dass. Also, desto größer wird es dann, wenn ich aus Versehen auf dem Weg nach oben versterbe. Desto mehr tut das dann weh, meine ich. Deswegen. Oh, hier ist noch so ein Teil. Und wenn ich da drin sterbe, in Anführungsstrichen sterbe, dann. Glaube ich, komme ich mit meinem gesamten Inventar nach oben. Oder ich kann mich sogar von dort aus direkt nach oben teleportieren. Also auf mein. Oben meine ich mit auf mein Schiff. Genau, ich kann mich jetzt auf mein Schiff teleportieren. Achso, ich habe keinen Spikeball, mit dem ich da einfach jetzt runtergehen könnte. Ich glaube, die Herausforderung habe ich sogar schon mal versucht zu machen. Bis jetzt geht es hier noch ganz einfach. Du beamst dich zurück auf den Planeten. Ah, okay. Na, das ist natürlich schlecht. Dann versuche ich mal hier nicht zu sterben. Okay. Wie ist denn das gedacht? Verdammt. So ist das gedacht. Oh, eine Technikkarte, immerhin. So, und jetzt wahrscheinlich mit dem Ding hier. Mit leichter Leichtigkeit. Jux, einmal Heilung bitte. Hält mich das Ding überhaupt? Na, im Zweifel der immer der gute alte Apfelsaft. Ja, toll, ich dachte, das war's hauptsächlich. Nein, jetzt brenne ich auch noch. Und mein Teil ist, nein, jetzt werde ich sterben. Ich habe auch keine Buffs mehr gehabt, die ich hätte nehmen können. Jetzt werde ich aber gleich auf mein Schiff hoffentlich wieder erscheinen. Und hoffentlich ist das alles noch ein paar, was ins Inventar gehört. Nicht so, wenn ich unten sterbe. Ja, das ist alles noch drin. Und das ist noch alles drin. Ja, ein ziemlich teures Hochbeam, aber. Ja, geht schon. Ich teleportiere mich mal gleich zu dir, einfach weil ich mal vermute, du bist auf der Lava-Basis. Genau. Da schmeiße ich erstmal alles hier in Storage, was ich gerade so gesammelt habe. Bevor ich das wieder verliere. Ich war sogar schon beim Gedanken, ob ich das da alles reinschmeiße, aber dann dachte ich mir, komm, so schlimm wird's nicht. Ah. Stimmt ja, bei meinem ersten Durchgang habe ich ja noch einige. Hier Meta-Manipulator-Module gefunden und habe mich noch so drüber gefreut. Noch ein Grund, warum ich nochmal auf den Planeten gehen sollte. Brauchst du zufällig was zu essen? Ist das die richtige Taste? Was habe ich denn jetzt für eine Taste gedrückt?
8 Torches habe ich weggeschmissen. Aus Versehen. Sind denn die Torches jetzt? Da. Da gehören auch Torches hin. Immer zur Orientierung. Und die können jetzt auch dahin wieder. So. Und jetzt geht's weiter mit, das waren Lebensmittel, jetzt geht's weiter mit Metallen. So, Eisen, Titanium ist einiges dazu gekommen, Kristalle auch nett. Ein bisschen Kohle. So, Bio-Samples sind nicht, aber das hier. Und irgendwelche Prisma-Shards hab ich auch gesammelt. Ist doch schon mal keine schlechte Ausbeute. So, hier war das ganze Bio-Stuff. Es sollte zumindest... Okay, Zellmetter ist erstmal nicht hier drin. Ich guck mal, ob das irgendwo anders war. Ansonsten kommt es später nochmal da rein. Bio-Samples auf jeden Fall. Gift-Samples würden von... Ja, sind auch drin. Sogar das hier ist drin. Sind Knochen da drin? Ja. Leder? Nein, irgendwie nicht. Oder haben wir schon 1000 das Deck? Leder würde eigentlich auch da Sinn machen. Guck gerade nochmal, ob es irgendwo anders ist. Hier vielleicht? Ja, ich sehe es gerade. Okay, dann ist Leder halt hier drin. Und die sind auch irgendwo gesteckt. Ach, okay, da. Wir haben sogar schon leicht besseren Cells. Ist das hier auch drin? Okay, wurde gesteckt, ist also da drin. Und die Module. Ist der Technik-Stuff? Hier ist der Technik-Stuff. Na, das tut natürlich weh, aber da kommen wir wieder raus. So, machen die unten gerade was? Scheint nicht so. Dann würde ich mal... Der hat doch noch genügend Platz, oder? Würde ich jetzt mal hier den Plaststone reinschmeißen. Mal gucken. Okay, Carbon, Cobblestone, ein paar Core-Fragmente. Achso, du wolltest dann wahrscheinlich als nächstes den radioaktiven Stone dadurch wohl... Es sollten auf jeden Fall genügend Plätze noch übrig sein. Hoffe ich mal. Pack deine Irkis-Kristalle hier rein. Wo genau? Wo bist du? Ich laufe mal hinter dir her. In den Extraktor. Ah, verdammt, ich dachte, ich laufe hinter dir hinterher. Dabei laufe ich dem NPC hinterher. Hier in das Teil. Ah, okay. Mit Irkis-Kristalle meinst du die Irkis-Block-Dinger hier. So. Und hier haben wir noch die normalen Kristallblöcke. Könnte ich auch mal noch. So, das sind doch so ungefähr die Crushable Stones, oder? Was ist das hier? Protostone, das sind doch... Oil... Siftable, aber der Rest ist doch eigentlich crushable, oder? Ich guck mal die anderen. Hier sind Flüssigkeiten drin, das ist noch relativ einfach. Das sind gebaute Steine, das ist auch noch einfach. Und das hier sind eher so weiche Steine und Holz und so ein Gedöns. Dann das feste Zeug würde ich jetzt hier reinschmeißen. So, das ist alles so erdig. So, das stackt auf jeden Fall. Das müsste auch stacken. Jetzt nervt es so ein bisschen, dass ich hier halt nur so einen begrenzten Bildschirm habe. Jedes Mal, wenn ich auf irgendwas draufklicke, dann kann ich gar nicht genau erkennen, ob das jetzt... Volcanic Ash. Sogar das ist hier drin. Okay, und sogar richtig viel. Vulkanische Asche war auch etwas, wo Diamanten rauskommen könnten. Rotting Flash. Das würde ich eher in die Organe-Kiste packen. Aber das hier müsste hier reinkommen. Ja.
Das würde ich eher so als gebaute Blöcke bezeichnen. Müsste eigentlich jetzt alles sein. Hier die Flüssigkeit in den Flüssigkeitsbehälter. Achso, hier sind noch die verschiedenen Stationen drin. Da ist man noch mal irgendwann die gebrauchen können. So, der Tar, das bisschen Lava, was ich gesammelt habe. Und sogar Wasser. Und hier waren. Jetzt habe ich aus Versehen meinen Helm ausgezogen. Naja, Hauptsache. So, das müsste jetzt gehen. So, das deckt, das deckt. Das sieht doch alles gut aus. Holz würde ich in meinem Inventar lassen, das braucht man immer. Okay, das war neu. Aber das gehört nirgendwo anders rein, deswegen bleibt das jetzt da drin. Das waren die Baublöcke. Na. Oh, das war neu. War auch neu. Achso, Möbel verschwinden ja eh nicht, wenn ich sterbe. Was ein bisschen blöd ist, weil das wird langsam auch knapp im Inventar. Auf der anderen Seite habe ich auch noch Platz. Also ich muss jetzt nicht jeden Quatsch mitnehmen. Aber einmal würde ich noch auf dem Planeten runtergehen. Einfach nochmal in der Hoffnung, dass ich vielleicht doch nochmal mein Zeug finde. Das, wo ich gerade gestorben bin. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Kann man auf dem Weg dahin immer noch ein paar Sachen mitnehmen. Also, bin ich jetzt geheilt überhaupt? Ja. Ich würde schon mal vorsorglich eine Suppe essen. Oder auch zwei. Oh, eine Stunde schon? Tatsächlich eine Stunde. Bisschen unheimlich. Ach so, was waren mit diesen Bäumen hier? Alienwood. Ja, okay. Alien Food und Alien Wood habe ich jetzt bekommen. Fotosampling? Alien Wirt? Irgendwas. Also seltsame Alien-Bäume und Protobäume habe ich jetzt bekommen. Bei den Alien-Bäumen sind Alienfrüchte dabei. Und seltsames Alienholz. Das heißt so. Und anscheinend wächst Brutus halt sogar auf diesen Bäumen. Auf der anderen Seite habe ich die Bäume gefällt, indem ich die Erde darunter weggenommen habe. So, stirbt. Ich wollte das nicht, aber Dinger haben sich halt entwickelt. So, hier war ich schon mal. Ich glaube, hier waren wir beide schon mal. Beim letzten Mal bin ich doch eher so nach links gewandert. Müsste ich doch eigentlich auch. Aber ich bin so weit nach links. Also beim vorletzten Mal. Beim letzten Mal bin ich so weit nach links, dass es sozusagen diese große Spalte nicht mehr gab. Wo man aufpassen musste, dass man nicht aus Versehen in den Tod stürzt. Beim davor, meine ich, hätte ich das irgendwie übersprungen. Oh Gott, jetzt muss ich mich mal heilen. Sonst, ist das? Trink, trink, trink. Heil dich. Habe ich irgendwas, was mich sehr schnell heilt? Hier ist 100% Cyborg-Meat. Ah ne, dann kriege ich. Ich habe noch das hier. Kriege ich noch ein bisschen Defense. Einfach so. Energy Wood ist jetzt eigentlich erstmal sinnlos. Ah. Warum nicht, wenn ich es da habe? Bimbus brauche ich nicht. Du erinnerst mich daran, dass ich ja eigentlich mein Viech heilen wollte. Jetzt habe ich das natürlich verpasst.
Weil ich selber nicht dran gedacht habe. Oh, Nanowerb, hast du mir das gerade gegeben? Danke für den Fall. Und wenn nicht, dann glücklicher Zufall, dass wir es gerade gefunden haben. I can't reach, let me go, irgendwas. Ich glaube, das war nicht an mich gerichtet. Achso, ich habe doch hier noch jede Menge Heil-Items. Dann kann ich doch das da erstmal reintun. Dann habe ich gesehen, ich habe doch hier noch ein Blister, irgendwas. Okay, der kommt dann nicht durch. Eigentlich bin ich da relativ sicher, wenn ich jetzt hier unten einfach bleibe. Ja, zum Heilen. Brauchst schnelle Heilung. Habt ihr getorbt. Okay, danke schön. Vielen lieben Dank. Werde ich versuchen, dran zu denken, wenn ich irgendwie schnell genug reagieren kann. Aber das mit der zusätzlichen Defense ist natürlich auch interessant. So. Okay, ja, das mit der schnellen Heilung ist auf jeden Fall wichtig. Noch geht's ja. Aber jedes Mal, wenn ich hier irgendwas kaputt mache. Okay, jetzt bin ich schon wieder in einem falschen Biom sozusagen. Oder war der Planet dann einfach nicht geladen? Das kenne ich noch von ganz früher, dass einfach große Teile des Planeten nicht geladen haben. Was suchst du denn? Ich suche auf dem Planeten diese Stelle, an der man so richtig weit nach unten gefallen ist. Oder war das hier? Hier ist ja eine ziemlich starke Höhle. Ach so, weil hier gerade das Zeug alles runtergefallen ist. So. Ich will abschätzen, wo ich das erste Mal auf dem Planeten hier gestorben bin. Und ja, wenn ich die Stelle finde, dann habe ich Hoffnung, dann an der Stelle auch meinen alten Kram zu finden. Weil, ich sag jetzt mal, die normalen Rohstoffe sind jetzt nicht so wichtig, aber da waren noch Meta-Manipulator-Module und so ein Kram dabei. Genau das, was ich ja hier ergrinden will. Das wäre schon schön, wenn ich das wieder hätte. Und falls nicht, dann kriege ich einfach auf dem Weg dahin jetzt noch ein bisschen Material und dann muss ich jetzt nicht so schnell wieder hier auf diesen Planeten zurückkommen. Obwohl ich ja eigentlich auch so einen Schleimplanet wollte. Achso, du hattest mir doch mal einen neuen Freund hier geschickt. Der hier funktioniert leider nicht. Der hier. Der leuchtet nicht wirklich. Dem würde ich jetzt mal das hier verpassen. So. So, einmal heilen. Toll, wenn ich einmal abgelenkt bin, kurz vorm Tod wieder. Aber wir haben ja das hier. Warum isst du das jetzt nicht, verdammt? Und hier trinken Apfelsaft. Bist auch wieder kurz vorm Sterben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Okay, mein neuer Freund ist jetzt nicht so hilfreich wie mein alter leuchtender Freund. Achso, es gab doch, ich glaube, so eine Station, wo man die Armbänder wieder wegnehmen konnte. Die könnte man mal bauen.
damit ich bei meinem Zirkfreund, also was so aussieht wie so ein niedlicher Zirk von Carbots, damit ich dem mal dieses WTF-Armband wegnehmen kann. Das ging ja gar nicht. So. Na? Also ich bin schon wieder auf dem Weg nach oben. Da ist eine Kiste. Oh, danke. Ah, cool. Ah, hier habe ich diese hässlichen Spaßfrüchte. Also es ist der komische Humor von Zeta. Okay, da kann ich was ernten, aber da ist ein Gegner. Mythos im Glas, genau. Das gehört zu dieser Madness-Geschichte, glaube ich. Da wird man schön verrückt, wenn man das isst. Ah, da ist wieder dieses Viech, was eigentlich friedlich ist, aber meistens sind die ja nicht allein. Also ich würde mich jetzt wirklich ärgern, wenn ich quasi dran vorbeilaufe und es gar nicht mitkrieg. Ah, hier ist nochmal so ein Teil. Aber ganz ehrlich, bisschen Angst davor. Oh, der nächste ist auf mich getriggert. Aber wo ist er? Da unten. Das sollte mich jetzt hier oben nicht kriegen. Ich will mal kurz gucken, was ich jetzt für eine Frucht gekriegt habe wieder. War es das hier? Okay, der trifft mich erstmal nicht. Das? Irgendwas mit einem X war da drin. Kirikiri-Frucht. Heals in Darkness. Kann ich ja mal probieren, ob ich jetzt in Darkness ein bisschen besser geheilt werde. Kann gerade ganz schlecht abschätzen, welche Frucht das hier war. Ich guck mal, ob ich da hochkomme. Ja, sieht gut aus. Aber hier noch ein bisschen die Steinchen mitnehmen. Oh, was ist denn das für ein niedliches Viech? Aber das ist ja auch wieder so ein random generiertes. Ach, der ist hier oben. So, der Eisblibbit ist da unten. Der legt sich jetzt gerade mit dem da an. Da ist noch eine Tür. Okay, hier gibt es ganz schön viele Türen. Interessant. Ah, ich habe doch noch eine Pickaxe hier. Ich grab mich mal ein Stück weit. Erstmal so weiter hier. Damit ich diese arme komische Weltraummaus jetzt nicht tökere. Nee. Ich dachte, ich bin jetzt weit genug weg, damit ich jetzt hier weitermachen kann. Ah, jetzt komme ich doch an dem hier vorbei. Wie viele sind denn hier? Wisst ihr was? Ich gehe jetzt doch mal hier irgendwie wieder rein. Vielleicht ist es ja was, wo ich jetzt nicht versehentlich sterbe. Und falls... Wie hoch ist die Chance, dass ich hier lebend durchkomme? Ich bin erstmal noch gut geheilt. Ich heile mich nochmal prophylaktisch. Das ging doch schon mal gut. So, ich warte mal die nächste Kugel ab. Ich glaube, das war's schon. Okay. Hier gibt es irgendwie mehrere Schalter. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich die Schalter drücke, dass... Ah, okay. Und meine Belohnung ist ein Upgrade-Modul. Und was ist das hier Feines? Ach, das ist eine Waffe. Ein Mace irgendwas. Und ich glaube... Ach nee, das ist ein Outfit. Gut. Und Gene. Achso, das ist der Stein. Teleport. Achso, jetzt hätte ich mal gucken können, ob ich mit Hochteleportieren mich auf mein Schiff teleportiert hätte, weil jetzt bin ich ja wieder hier drin. Das ist ja nicht unbedingt sicherer. Im Gegenteil.
Achso, ich bin hier schon irgendwie wieder auf die Hotbar woanders reingekommen. So, da ist noch eine schöne Ader Protocytes. Hier noch irgendwo eine Kiste in der Nähe oder sonst irgendwie etwas, das so aussieht. Theoretisch, ich habe doch an der Stelle, wo ich gestorben bin, relativ viel wie heißt das hier, das Bioleben kaputt gemacht. Das leuchtet ja alles schön und das sieht ja alles noch schön lebendig und fröhlich aus. Dort, wo ich gestorben bin, da müsste das ja alles weg sein, weil ich ja rigoros alles abgeerntet habe. Das wäre ein relativ guter Hinweis, glaube ich, um die Stelle zu finden, wo ich eigentlich jetzt hin will. Hier ist eine größere Kaverne. Ups. Lass mich in Ruhe. Ihr seid ja zu zweit. Das ist ja noch gemeiner. Ja, zum Glück habe ich noch genügend Apfelsaft dabei. Noch einfach mal riskieren, hier ein bisschen weiter zu gehen. Komm ich hier hoch? Ah, mit dem Ding komme ich hoch. Hoffentlich. Aber hier ist noch... Hier ist es noch zu bunt in der Umgebung. Das würde auf das von mir genannte Kriterium eigentlich nicht passen. Ah, hier ist ein bisschen Kohle. Hab jetzt ein paar Batterien wegen dem Generator gebaut. Ah, cool, danke. Dann speichert mal das, was im Überschuss ist. Ja. Was war das? Ach, Neptuniumohr. Genau, Neptuniumohr war hier auch. Obwohl, davon hatte ich da eigentlich jetzt mehr als genügend. Hoffentlich auch mehr als genügend Protocyte. Und ich glaube, bei der Menge an Rohstoffen, die ich jetzt einfach hier nur durchs Erkunden kriege... Na toll, jetzt haben wir wieder das Terr-Problem. Kann ich auch mal wieder ein bisschen was davon mitnehmen. Da jetzt, ich habe gerade... Oh Gott, da oben. Stirb, stirb, stirb. Jetzt bin ich zwar vergiftet, aber... Trink das. Achso, ich bin noch voll einigermaßen. Dann einmal Bandage. Okay, das reicht. Das da will ich haben. Warum? Achso, weil ich so ein bisschen schräg das halte. Und hier sind noch ein paar Kohlen dabei. Krieg ich das? Ja, ich krieg's zu dem Preis, dass ich jetzt wieder voller Herr bin. Das hier sieht so aus, als hätte das kein... Bei jeder größeren Höhle, denke ich jetzt, hier könnte es sein, aber das ist natürlich so ein bisschen Wunschdenken. Ich sollte mich einfach damit abfinden, dass es weg ist, aber ich will nicht. Ja, ich müsste ja auch irgendwie von hier gekommen sein. Okay, dann mache ich gerade die nächste Höhle frei. Komm, ich will hier durch. Ein bisschen Planfiber schadet auch nicht. So. Ich höre Regen. War schon mal gut. Das heißt, wir sind schon mal auf einem Weg nach oben. Ich kann mich sogar nach oben teleportieren. Das sollte ich jetzt eigentlich auch mal machen, sicherheitshalber. Besonders, wenn ich diese Geräusche höre. Die klingen schon wieder so ein bisschen verrückt. Im negativen Sinne.
Ich glaube, das war trotzdem keine schlechte Tour. Erstmal wieder zurück ins Lager, alles abladen und dann suche ich mir mal einen neuen Planeten. Ursprünglich dachte ich, ich gehe mal so ein bisschen auf so einen Slime-Planeten und sammle alle Teile für eine Slime-Rüstung. Darauf hätte ich irgendwie immer noch Bock. Auch wenn das ein bisschen unspektakulärer ist vom Schwierigkeitsgrad. Ah, da oben sind die Batterien, cool. Sind die schon gefüllt oder sieht das nur so aus? Bin mir gerade nicht sicher. So. So ein richtiges Storage-System, wo ich einfach nur Sachen reinschmeißen muss und die werden dann schon an die richtige Stelle geordnet. Das wäre langfristig auch cool. Achso, so macht sich das leichter. Mindestens. Ah, hier ist sogar noch so ein Slime-Dings-Bums da. Das, was ich dann auch in größerem Maßstab sammeln will. So, ich habe keine Ahnung, wo der Unterschied zwischen dem Ding und dem Ding ist. Ich glaube, zum Teil überschneiden die sich auch. Ja, hier zum Beispiel diese Living Wood, die ist auch hier drin. Und hier sind auch Knochen drin und so weiter. Und wenn man es sucht, dann findet man es eh nicht. Wie immer. Das Schleimding sehe ich bei beiden jetzt nicht. Aber hier ist der Purit-Schleim drin. Und die Algen und so weiter. Ach, die Algen habe ich doch auch. Ich habe Golden Wood. Ah ne, das ist Alien Wood. Ich dachte gerade. Aber Alien Wood ist natürlich auch cool irgendwie. Nein, du sollst da rein. Ist das da drin? Ne, das ist nicht da drin. Die Bio-Samples und so weiter. Ich glaube, das war alles dann drüben. Ja. So, und ja, das kann alles da rein. Bin ich mir gar nicht so sicher bei dem Alien-Boot. Ich würde es auch erstmal da rein tun. Und vielleicht noch ein paar Alien-Bäume einfach pflanzen, weil, warum nicht? Wo ist denn der Elektroschrank? Hier ist der Elektroschrank. So. So, hier waren die Weichensteine. Nenne ich es jetzt einfach mal so. Ja, das gehört da rein. Ich glaube das nicht. Doch, das ist auch irgendwie da drin. Ach nee, das sind doch die Crushables. Und das scheint alles irgendwie zu stacken, wenn ich es da rein tue. So, Holz, wie gesagt, würde ich drin lassen. Oh, da wurde gerade was geschrieben. Ich guck's mir gleich an, aber vorher lege ich noch das hier rein. Warum hat die Musik aufgehört? Neue Erkenntnis. Niemals normale Watts in den Reaktor packen. Immer die Enriched-Teile, die haben dauerhaft 200 Energie. Ah, okay. Ja, der Generator macht unterschiedlich Energie, je nachdem, was du reinschmeißt. Zumindest war das früher so, dass der dann unterschiedliche Farben hatte. Ich glaube, rot war die geringste Stufe, dann wurde der grün und zum Schluss blau und dann lila oder so. Kann auch sein, dass ich da was durcheinander bringe. Aber zumindest doch irgendwie rot, grün und blau hatte ich auf jeden Fall in Erinnerung. So, ich muss mal was trinken. Ich glaube, das ist jetzt nicht zu schlimm. So, was war da? Ich glaube, die Farbe ist abhängig von den belegten Slots. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, der nimmt von allen Slots gleichzeitig. Und ich kann es nicht lesen. Enriched Plutonium. Und dann kriegen wir immer noch Tritium-Rotz raus. Okay. Ach so, und ich habe doch irgendwie die in die Hand genommen und dann wurde das Deuterium, wie auch immer genau das funktionierte. So schnell wandeln sich die Dinge eigentlich auch nicht um. Ach genau, beim letzten Mal habe ich hier das Ding gebaut. Und das ist aber schon voll. Können wir mal alles mitnehmen. Ja, cool. Noch ein bisschen Wasser gesammelt.
Genau, ich wollte meine Alienbäume pflanzen, vielleicht. Man kann das aus den Katzenhutfühl. Man kann aus Katzenhutfühl herstellen, was? Okay. Das ist das stärkste Fühl im Spiel. Das klingt schon wieder nach so einer Madness-Geschichte. Ja, und nach dem komischen Humor von dem einen Mod-Creator. Dass aus Katzenhüte gemacht werden und dann wird aus dem Hut noch Treibstoff oder so, damit sich das rechtfertigt. Da habe ich aber ehrlich gesagt, kannst ja das Purple Energy googeln. Nach was soll ich genau googeln? Erstmal das Wasser hier rein. Dann gucke ich mir an. Ach so, Shift funktioniert jetzt gerade nicht. Kannst ja nach Pure Petal Energy googeln. Ich glaube, das ist irgendwie die Katze fällt immer nach unten. Mit den Beinen nach unten. Das Marmeladenbrot fällt auf die Seite nach unten und dann befestigt man sich die Marmelade, das Brot mit der Marmelade auf die Katze und dann dreht die sich unendlich. Ich glaube, das war's. Ja, genau. Das würde zu dem Spiel hier passen, wenn die das so indirekt hier verarbeiten. So, Beam to Ship. Will ich jetzt nochmal auf dem Planeten? Eigentlich mittlerweile habe ich die Nase voll und ich hoffe einfach, das klappt auch so. Dann doch lieber nach einem Gelatine-Planeten suchen. Was hat man denn hier noch in dem System? Du warst einfach Drylands. Das sind schöne Planeten, die gefallen mir eigentlich hier artistisch, wollte ich sagen. Einfach von der Schönheit gefallen mir die. Aber die bringen mir jetzt gar nichts. Ein Giftgasplaneten. Dagegen müsste ich ja jetzt eigentlich auch immun sein. Irgendwie habe ich gerade Lust. Ich schaue einfach mal rein. Also, was haben wir denn noch so? Ich kann gerade nicht reingucken, weil ich gerade hier auf dem Weg noch da zu dem anderen Planeten bin. Was warst du denn? Du siehst nach. Ach komm, lass mich doch mal da anzeigen, was das ist für ein Planet. Ach so, unexplored. Deswegen kann ich das nicht sehen. Dann fliege ich jetzt nochmal kurz damit hin. Dahin, damit das explored ist. Mal sehen. Das war der Protoplanet. Das war der große Grasbandplanet. Was bist du? Du bist ein Mountainplanet. Oh, der ist eigentlich auch ganz interessant, aber für unsere Stufe jetzt weniger. Ich will mir trotzdem jetzt den Giftgasplaneten anschauen, weil dagegen bin ich ja auch immun mit der Rüstung und das könnte auch interessant werden. Aber ich musste mir was gegen Gift holen. Radioaktive Levels. Habe ich vielleicht ein Backpack mit Gegengift? Ich habe Energy, Damage Argument. Habe einfach so eine Neodisc. Achso, ich habe was gegen zu viel Hitze. Stufe 1. Was mit oder für Sauerstoff? Okay. Ich gucke erstmal nach unten. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht kann man dem ausweichen. Sieht das mal gut aus. Achso, und was ich vergessen habe, ist wieder, dass ich immer noch meinen kleinen Freund heilen möchte. Okay, ich werde vergiftet. In welcher Form? Poisoned. Achso, weil es regnet. Ach, deswegen. Hier sind auch so coole Pilze. Ich gehe erstmal nach oben, weil der Regen hält hier nicht lange aus. So, erstmal ein Apfelsaft da drauf. Ich würde mal gucken, ob ich irgendwas gegen Gift produzieren kann. Am besten ein Backpack. Weil die Rüstung wollte ich ja behalten. Wegen der Rüstung bin ich ja überhaupt dahin geflogen.
Dann könnte ich in das Backpack gleich noch irgendwas anderes mit reinsetzen. Ah, wie schaffe ich es denn immer, mich hier zu verlaufen? Ich weiß es selber nicht. Was ist hier eigentlich? Macht das überhaupt noch Sinn? Also die produzieren noch fleißig vor sich hin Energie. Das wäre eigentlich Verschwendung, die nicht komplett zu nutzen. Die produzieren noch weiterhin Lava. So, ich kann ja einfach. Das macht nur bedingt Sinn, aber ich kann ja einfach mal so ein Tausender-Stack hier nehmen. Und den dann hier rein platzieren. So, passt schon. Dann hat das Ding jetzt was zu tun. Und mal gucken, ob ich. Ich glaube, das ist eine Waffengeschichte hier. Backpack. Battle Pack. Damage, Shield Bash. Ne, ich brauche schon irgend sowas wie Anti-Matter Energy Pack. Blocks Electric Storms. Okay. Immunität gegen oder für. Field Generator, das klingt auch interessant. Protects you from extreme heat, cold, radiation, protopoison, electric storms und einfach gegen alles am besten. Okay, dafür. Das ist Endgame-Stuff. Das hier ist nicht so schlimm. So, was hast du gerade geschrieben? Wir könnten jetzt Morphite herstellen. Cool. Ich gucke trotzdem noch erstmal nach meinem. Irgendwas, was mir gegen Giftresistenz hilft. Ah, Poison-EPP. Stufe 1 ist Tungsten, Venom Sample und Silicon Boards. Das ist hier noch relativ einfach. Dann noch ein Titanium-Bahn drauf. Und Advanced Alloy drauf. Ah, mache jetzt einfach mal. Was ist denn das hier? Protocyte Energy Pack. Immune, Protopoison, Electric Storms. Okay. Achso, und das ist dann die letzte Stufe davon. Portable Water Pump. Das sieht aus. Das erinnert mich so ein bisschen an das Super Mario-Spiel. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Proto, hier, Poison. Tungsten, Venom Sample, Silicon Boards. Und dann noch die anderen Geschichten drauf. Tungsten war hier irgendwo. Muss auch gar nicht viel sein. Ja, immer 10. Ich glaube, 10 ist schon viel zu viel. Eine Gift-Sample ist hier drin. Venom, Venom, Venom. Oh, da haben wir gar nicht so viel. Und Silicon Board. Dann noch ein Titanium-Bahn drauf. Da ist einer. Und Advanced Alloy. Haben wir da mal welches hier drin? Ich sehe jetzt zumindestens hier keins. Aber ich weiß auch gerade gar nicht. Aber das würde ja zumindest für Stufe 2 reichen. Hopp, jetzt hast du gerade irgendwas abgegradet? Ah, da unten. Das kleine Ding. Fusionsführer ist. Den Ofen. Okay. Sensiumbahn. Ah, cool. Ach, wegen Morphoid. Ja, das muss ich vielleicht erstmal freischalten. Aber ansonsten, ja, cool, danke. Jetzt erstmal. Ich müsste es doch sehen. Okay, anscheinend habe ich doch nicht genügend. Was fehlt mir? Ich brauche noch eine Venom Sample. Okay, dann gehe ich mal irgendwie auf Giftkäferjagd, nachdem ich das hier beendet habe. Aber ich glaube, auf dem giftigen Planeten müsste ich doch dann relativ viele Gift-Samples kriegen. Das ist doch die Logik dahinter. So, Have Materials. Kann ich das herstellen? Craft. Das. Und fertig. Advanced Alloy ist höchstwahrscheinlich im Chemielabor. Das Chemielabor ist größer geworden. Cool. Advanced Plastic, aber ich will Advanced Alloy haben. Habe ich auch geupgradet. Ja, das ist schön, danke. Ich glaube, das Greenhouse muss man noch updaten, aber ich finde, das optisch passt das eigentlich ganz schön da rein. Gibt's hier im Ofen das Alloy?
Kann sein, dass ich das noch freischalten muss. Dann, ja, für später auf jeden Fall. Ich guck mal. Ja, jetzt habe ich aus Versehen hier eine Fackel hingesetzt. Das Campfire, war ich das oder? Ist auch egal. Ich nehme mal meine Fackel wieder mit. Die passt jetzt optisch nicht so gut hier rein. Und leuchten tut das Ding eh genügend. Da ist das Ding. Ne, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Ich kann mir gut vorstellen, entweder Geologie und früher oder später muss ich das mal sowieso machen. Das hier sieht Advanced Alloy. Okay. Ah, Protocyte, Penumbrium und Cerestium. Research. Achso, das brauche ich alles im Inventar. Ja gut, sollte ja noch ein bisschen davon da sein. Foto. Nehmen wir gleich zwei. Ich weiß nicht, wie viel ich davon haben werden möchte. Das ist nur das Ohr, aber die Bahn dazu sehe ich gerade nicht. Wollte ich eigentlich auch sammeln gehen heute. Ja, gut, dann nehme ich das und Cerestium-Bahn, die müssten doch da sein. Hier ist einer. Achso, jetzt ist die Frage, kann ich das überhaupt? Haben wir ein Blast Furnace hier irgendwo hier rumstehen? Ne, der Furnace ist nur da hinten das Ding. Aber das müsste ja funktionieren, wenn ich jetzt hier die beiden da rein tue. So, dann habe ich jetzt meine Sachen. So, ich nehme auch mal hier ein 1000er Stack raus. Damit der sich hier nicht langweilt. So, weg damit. Und Research, Biologie. Dann her damit. Und dann sollte das doch hier gehen. Advanced Alloy, was? Es fehlt noch Blei. Na toll. Sollte ja MRS genügend jetzt da sein. Ja, 500, das könnte reichen. Dense Alloy 5. Ah, okay, danke. Ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben. Ich will jetzt wenigstens auch mein eigenes Dense Alloy herstellen. So. Aus Prinzip. Aber danke. Und jetzt kriege ich mein Backpack Nummer 3. Yay, Poison EPP 3. Und wo ich gerade dran denke, ich glaube, man kann das hier bauen. Ich bin mir nicht so 100% sicher. Die Station, wo man seinen Haustieren die Dinger wieder wegnehmen kann. Oder war das was man kaufen muss? Ich glaube, das kann man im Außenshop, im Dingenshop kaufen. Weil ich will ja immer noch mein Dings wieder benutzen. So, ich gehe mal zum Wissenschaftsaußenposten. Und ich habe mich gerade komisch hingesetzt, beziehungsweise ich saß die ganze Zeit komisch und wollte mich anders hinsetzen. Das habe ich gerade sehr stark gemerkt. Hey, neue Aufträge. Alien Broadcast Note. Ich kriege, okay, Bienen als Belohnung dafür, dass ich ja, früher oder später können wir das mal machen, gerne. Acquire Alien Broadcast Note. Ich weiß nicht, wo ich genau die herkriege. Aber ich glaube, ich habe jetzt irgendwie eine neue Location statt freigeschaltet. Die können wir ja mal irgendwann. So. Repairs. Okay, das. Pet-Renamer, Healing Station. Healing Station haben wir ja schon. Pet-Renamer, das wäre eigentlich auch ganz nett. Multitether. Achso, die sorgen einfach da. Ich sehe jetzt nicht das Ding.
Was ich eigentlich meinte. Oder ist es das hier? Irgendein Extraction Device meinte ich eigentlich. Was hast du für eine Aufgabe? Ach, du willst irgendeine Energy Rifle. Naja, ich sag mir jetzt erstmal ja. Das dauert eh noch eine Weile. Eine Steel War Blade, natürlich. Und du wirst gleich noch irgendwas haben. Prototype war es, 2 Stück. Ja, ich habe leider gerade nur einen oder noch weniger. Und du bist eigentlich Iodine oder wie das Zeug heißt. Okay. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal zum der Station, weil ich glaube, da steht noch meine Healing-Station rum. Genau. Ziemlich einsam der Planet hier mittlerweile. So, wo ist es denn? Ich habe ihn doch gerade gesehen, so. Der hier. Heal dich mal. So, und du, mein Freundchen, du kannst ja den Rüstungstree mit dem Alloy freischalten. Ja, Moment. Research. Agriculture. Ach nee, Rüstungstree, das meinst du? Ich dachte gerade hier den einen Baum. Ah, hier ist das Alloy. Aber dafür brauche ich erstmal das hier. Dafür brauche ich 10 von denen, okay. Und dann den. Das sind nur so Mitteldinger, die werde ich wahrscheinlich irgendwie brauchen, um. Nein, das ist das falsche Alloy. Okay. Gut, dass du sagst. Welches meinst du denn? Ach, das hier dann. Dense Alloy. Okay, dann brauche ich aber erstmal noch Ferrosium und Eggesalt. Die beiden. Ja, Forschung habe ich mehr als genügend. Forschung, Forschung. Das in der Kiste, genau. Wollte ja eh gerade wieder zurück zur Lava-Farm. Achso, ich habe doch jetzt extra das Ding hergestellt. Sollte ich es mal ausrüsten? Und mehr Damage oder mehr Energy? Ich würde einfach mal mehr Damage drauf klatschen. Aber irgendwas, was leuchtet, wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Naja. Ach so, jetzt bin ich natürlich. Verdammt. In unserer Basis muss ich natürlich gegen Radioaktivität immun sein, weil sonst kann man hier schlecht überleben. Das ist natürlich heftig. Erstmal hatten wir das noch irgendwie im größeren Maßstab da. Hier sind die grünen Blöckchen. Ich glaube, ich brauche 10 davon. Das andere könnte ich trotzdem schon mal freischalten, einfach nur weiß, wie ich die anderen Sachen als Grundlage brauche. Das war ja bei den anderen auch so. So, die hatte ich schon freigeschaltet. Dann fehlte doch nur noch das rote. Rubinium oder so ähnlich. Hat man das? Ich glaube schon. Aber ich sehe es gerade nicht. Es müsste doch auffallen, weil es knallrot ist. Hier ist nochmal Eggesalz. Hier sind diese Dreiecksmetalle. Ich gucke erstmal, was ich damit machen kann. Armor. Erstmal das. Ah, davon brauche ich immer nur 5. Das. Ah, das sind solche Ferrosium. Das ist eher so hellblau. Rubinium. Ja, das habe ich verwechselt. Ich glaube, Rubinium gab es früher mal. Vor langer, langer Zeit.
Ferrosium, das sind irgendwie... Ah, das sind die. Davon 10. Advanced Alloy hat es mir ja 5 gegeben, aber ich glaube, die habe ich aus Versehen schon wieder verbraucht. Ist aber nicht so schlimm. Ich kann doch jetzt mehr davon herstellen. Ich brauche doch bloß noch... War es das? Okay, das hatte ich vorhin nicht gesehen. Achso, 5 brauche ich dann. Ich nehme gleich nochmal mal mehr mit. 7. Dann kriege ich meine 5 für das Erz. Achso, ist das überhaupt eine 1:1 Geschichte? Ich glaube schon. Warum hast du 2 PPs? Der eine ist der, den ich gerade gemacht habe, weil ich auf diesen Giftplaneten möchte. Und der andere ist der, den ich brauche, um in unserer Basis zu überleben. Oh, ich sehe gerade im Chat wurde mal was geschrieben. Rubinium aus der Beta. Oder von Beta-Bound. Genau, Beta-Bound. Beziehungsweise, ich glaube, die Beta mehr gespielt, als ich das Hauptspiel dann gespielt habe, als es fertig war. Und ich hänge auch wirklich noch so ein bisschen an den guten Sachen aus der Beta. Aber nicht so sehr, dass ich mir jetzt Beta-Bound holen würde. Was brauchte ich noch? Zerestium habe ich jetzt. Das. Okay, das müsste es doch sein. Ach genau, hier in das kleine Teil muss ich. Ach, da ist es. Ach, Blei. Ich habe schon wieder meinen Blei vergessen. Es liegt mir Blei schwer auf den Magen. Gott, ist das schlimm. So, jetzt aber. So, jetzt müsste ich 5 davon herstellen können. Und jetzt müsste ich das alles freischalten können. Weil es kann durchaus sein, dass die Sachen hier Grundlage sind für die anderen Waffen, die wir dann erst später kriegen. So, und das habe ich sogar schon im Inventar. Das Dense Alloy, okay. Nehme ich gern. Hier ist noch was Rotes, aber ich glaube, das ist Quietus. Ne, Pyrite, okay. Isogen. Densium. Und das hier ist irgendwie wieder so eine Star Einzelrasse, glaube ich. Das Ethereum. Ich glaube, die beiden Sachen sind so ein bisschen neu für mich, beziehungsweise habe ich da nie richtig hingespielt. Das habe ich auch nur so stückweise gekriegt. Ich glaube, das ist ein unsichtbares Metall, was man so gar nicht so richtig sieht. Aber Denzaloy habe ich anscheinend schon 5. Cool. Müsste ich dann nur mal freischalten, dass ich das selber auch produzieren kann. Okay, Kokon, willst du mal Lavafarm sehen? Ja, ich versuche schon mal die Lavafarm so ein bisschen hier zu zeigen. Mach ich gleich mal. Einfach so. Ah, hier. Das ist Quietus. Könnte man ja auch mal. Volonium. Ich glaube, ja. Das ist dann Ethereum, okay. Aber wo ist denn jetzt das Denzaloy? Das hier vielleicht? Titanium-Alloy, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das ist Denzaloy. Okay, und dafür brauche ich die müsste ich doch jetzt irgendwie haben. Die habe ich doch in Grünen, die blauen und die lilanen Blöcke. Müsste ich irgendwie im Inventar haben. Grün habe ich, die blauen habe ich. Achso, die lilanen habe ich nicht, weil die hatte ich da schon vorher freigeschalten. Deswegen habe ich die mir nicht ins Inventar gelegt. Ich klicke doch hier. Hier oben war es doch, genau. Das ist ein lila Blob. So, das müsste reichen, hoffe ich doch. Geologie. So. Habe ich das jetzt auch mal freigeschaltet. Und das hier, das ist Tritaniumbahn, okay. Besidechart, okay, hier ist... Ich finde es ein bisschen schade, weil wir haben jetzt quasi hier Tier 0,45 einfach mal ausgelassen. Das haben wir einfach übersprungen und macht auch... So erstmal wenig Sinn, das jetzt wiederzuholen. Ich hole es mir natürlich dann aus dem ästhetischen Grund, einfach um die Möbelstücke zu haben, die daraus vielleicht noch entstehen könnten.
Zumindest war. Es ist auch so ein Beta-Gedanke, dass zu jedem Metall auch irgendwie ein Möbelset existiert. Aber ich glaube, das ist bei dem hier auch nicht mehr unbedingt der Fall. Wollte ich ihn jetzt sehen? Ich glaube, ich wollte auf mein Schiff. Achso, ich wollte die Lava-Farm zeigen. Sobald man Tier 3 Erz braucht, wird man wegmissen. Ach ja, okay, das war die ursprüngliche Idee. Aber die ursprünglichen Ideen sind eher alle so halbwegs gestorben, als so ein bisschen Flip dazu kam. Das soll nicht böse gemeint sein, aber irgendwie hat sich dann das Let's Play in eine leicht andere Richtung entwickelt. Und jetzt mache ich eigentlich das, was ich vorher auch immer gemacht habe. Aber das ist jetzt die wunderschöne Lava-Farm, hat alles Flip gebaut, zum größten Teil. Ich glaube mittlerweile komplett. Sieht wunderschön aus. Hier sind so, ich nenne es mal hydraulische Pressen. Die funktionieren mit Lava und Wasser. Und die produzieren relativ viel Energie und damit, ja, hier unten wird Lava gepumpt. Wirklich sehr, sehr viel Lava, wie man sehen kann. Ich nehme mal einfach, komm noch mal. So, hier nehme ich noch ein bisschen was raus. So, die Lava wird entweder hier drin verbraucht. Ja, hier ist noch mehr als genügend drin. Oder die wird hier oben. Wir haben zu viel, haha. Ja, ich weiß. So. Ah, ich nehme mal den Kupfer hier raus. Das mache ich mal so. So. Ach, hier ist schon sozusagen vorbereitet, wenn das überläuft. Kann das sein? Ach, hier habe ich doch gerade Kupfer rausgenommen. Würdest du sagen, ich habe das Let's Play negativ oder positiv beeinflusst? Ich will das gar nicht so positiv oder negativ nennen. Du hast es irgendwie verändert. Aber ist nicht schlimm, sondern es ist anders. Die laufen nicht mehr. Stimmt. Merke ich jetzt auch gerade. Sind abgeschaltet. Ach so, deswegen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich einfach nur... Weil das Ding verpulvert ja noch die ganze Zeit sinnlos Energie. Die Reaktoren sind aus. Ah, stimmt. Die Reaktoren sind aus? Ne, der hier produziert doch die ganze Zeit. Hier läuft doch die ganze Zeit Wasser durch. Hier läuft auch Wasser durch. Also mit durch meine ich, hier wird Wasser verbraucht. Der Reaktor, nicht der Dynamo. Okay. Mit Reaktor meinst du vielleicht die hier, die industriellen Zentrifugen? Ach nee, der Reaktor ist der große hier. Ah, hier. Ja, unser Reaktor. Nein, der Fusionsreaktor, genau. Und diese Dynamos, die waren dafür zuständig, die hier zu betreiben. Es wäre ja schade, jetzt einfach die Energie, die sowieso da ist, einfach wasten zu lassen. Bekomme ich dein Dense Alloy? Ja. Moment mal, ich habe noch gar kein richtiges Dense Alloy. Ich habe nur... Achso, nee, du hast mir ja 5 Stück gegeben. Moment. Das hier müsste die richtige Taste sein, genau. Ich habe es weggeschmissen. Ich habe es auch nicht... Es ist nicht wieder zu mir zurückgeflogen. Leg mal die ganzen anderen Metalle wieder in den Schrank zurück. Ich würde vielleicht schon... ich würde Solarium holen. Okay, naja. Das ist natürlich ein wahnsinnig schnelles Tempo. Willst du mit? Ehrlich gesagt, noch nicht, weil ich wollte eigentlich noch eine andere Rüstung erstmal holen. Jetzt habe ich aus Versehen D geschrieben. Ich wollte einfach nur das rückgängig machen. Also ich sterbe ja schon auf dem Level 4 Planeten, trotz meiner relativ guten Rüstung. Und deswegen wollte ich mir nochmal eine bessere Rüstung machen. Beziehungsweise eine andere Rüstung, die mich so ein bisschen passiv hält. Und ich wollte auf einem normalen Planeten jetzt einfach mal erkunden gehen, was die für Kerne haben. In der Hoffnung jetzt irgendwie noch eine Flüssigkeiten-Dinge zu finden, die vielleicht auch mal interessanter wäre. So.
Hast du nicht Tier 5? Aber, ja, ich habe Tier 5. Aber hier mit maximalem Kampfwert und sehr, sehr wenig Rüstungswert. Dann nützt es mir eigentlich auch relativ wenig, wenn ich hier so ein Backpack mit noch zusätzlichen Kampfwert habe. Na toll. Aber ich ziehe jetzt trotzdem durch. So, nochmal was trinken und ab zum Planeten. Und jetzt sollte ich auch eigentlich gewappnet sein, für was auch immer jetzt hier kommt. Ja, genau, hier waren doch auch so coole Bäume. Die wollte ich auch nochmal fällen. Okay, das waren Pilzbäume. Kommt auch ein Pilz, Dings raus? Pilz-Sapling. Okay, und das hier sieht wieder aus wie so ein Alienbaum. Crisp Red Molten Sapling. Okay, und Wooden Lock. Das sieht ja, das klingt ja wunderbar. Okay, hier ist irgendwas verschimmelt. Nee, ich wollte hier zu den Dingern wollte ich. Okay, das ist einfach nur der Baum. Unknown Sampling, okay. Proto Sampling, okay, da kommen die Protobäume raus. Aber da kommen die Biolumineszenz Dinger raus. Das könnte natürlich interessant sein. Hier kann ich einen Pilz ernten. Warum nicht? Kann ich den fällen? Kann ich. Giant Aqua Mushroom, okay. Okay, ich krieg nur ein Ding raus von denen, leider. Oh, ich kann bei denen ein Contract kaufen. Also ich könnte, wenn ich das Geld hätte. Hast du nicht nach einer Burn-Immunity-Rüstung gesucht? Ich glaube, das kann sein, aber ich weiß gar nicht mehr warum und für was genau. So, Venom Sample. Genau, ich wollte auch noch Venom Samples sammeln. Es geht auf dem Planeten natürlich auch viel besser. So, du bist geheilt. Du kannst jetzt mal wieder mir den Weg leuchten. Jedes Mal, wenn ich dieses Geräusch höre, denke ich, da habe ich irgendwas kaputt gemacht, was ich eigentlich gern gehabt hätte. So. Mushroom, Swarm Dirt. Oh Gott. Jetzt bin ich schon wieder so weit runtergefallen, aber das war einfach nur so ein bestimmtes Loch. Okay, und hier ist einfach blaue Erde. So, komm mal her, du. Hier ist ein bisschen Gift. Okay. Aber nichts Schlimmes. Kann ich mich einfach so durchfressen hier. Und gegen das ganze Gift bin ich jetzt auch erstmal immun. Das gefällt mir. Und was habe ich denn hier? Was? Nee, das ist Obsidian. Okay, wie kommt denn das zustande? Okay, da ist irgendwas mit. Was habe ich hier? Andesite. Das ist doch schon wieder eigentlich ein ziemlich hohes Tier. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich das Gift hier auf die Organic Soup bringe. Jetzt bin ich ja immun gegen Gift, okay. Das fließt jetzt hier so nach unten ab. Okay, Gift wird zu Organic Soup. Nicht umgekehrt? Okay. Ich glaube, das war auch das Recipe. Und jetzt kommen wir hier so in einem Kristallbiom an. Andesite. Ach so, das war das Gestein Andesite. War gerade beim Gasriesen, bin sofort gestorben. Ich glaube, da brauchst du was gegen Pressure, heißt das dann. Sag mal, ist das jetzt so ein Planet, wo es. Verdammt. Ja, habe ich auch gemerkt. Was
Selbst hier habe ich nicht genügend Rüstung, um mich so langfristig zu verteidigen. Ach toll, jetzt wollen hier alle gegen mich kämpfen. Und dabei sind sie so niedlich. Komm. Nein, du sollst mir leuchten und sollst nicht irgendwo hier in der Pampa Dinge umbringen, die mich noch nicht gefährden. Hey, hier ist ein Typ unten. Ein bisschen Tungsten, meinetwegen. Und was zum Heilen. Kann man auch immer gut gebrauchen. Gibt's hier zufällig einen Lichtschalter? Mach mal auf hier. Okay. Hey, ein Meta-Modul. Nehme ich immer gern. So, das bringt leider nicht so viel Beleuchtung, wie ich gerne hätte. Ah, ein Kühlschrank. Und ein Mikrowellenofen. Ich glaube, der Mikrowellenofen macht das gleiche wie ein Lagerfeuer. Ja, genau. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, aber ich nehme dir mal den Kühlschrank weg. Ja. Ja, ich bin auch Researcher. Das ist jetzt mehr so ein Eisbiom. Komm mal her. So, leuchte mir den Weg. Okay. Ah, hier ist wieder so ein Zirkviech. Und hier ist wieder ein Labor. Vielleicht fange ich mir einfach einen neuen Zirk. So, hier ist auch nochmal ein Forscher. So, was haben wir denn hier drin? Pixel haben wir hier drin. Und in deinem Kühlschrank? Ja, nichts Besonderes. Aber ich glaube, auf deinem Dach könnte noch cooler Stuff sein. Lass mich doch mal hier raus. Obwohl ich glaube... Ja. Okay, das ist auch sinnlos. Okay, ich wäre doch hier drüber gekommen. So, komm mal her. Wir platzieren Fackeln. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, ich habe jede Menge Slush bekommen. Und den Typ da oben habe ich trotzdem getriggert. Ah, noch ein Lager. Ah, diesmal sogar richtig mit Beleuchtung. Und... ich gucke erstmal die normalen Sachen an. Ein bisschen Heilung, gerne. Noch mehr Heilung. Ein Tech-Modul. Sehr schön. Und ein paar Bandagen. Was sind das hier? Ein Bogen. Der wird... ja, meinetwegen. Können wir einen Pixel verwandeln. Also können wir irgendwann verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Ich glaube... genau, da hinten ist noch eine Ruhe versteckt, die überhaupt nicht in das Bild hier passt. Ich mache aber mal vorsichtig hier die ganzen Blöcke so weg. Einfach nur... wohl... ah, sehr schön. Nochmal so ein Modul. Und 2 Stunden sind wir jetzt schon online. Ist zumindest. So, Glasblöcke. Ich habe schon ein bisschen Bock auf die Einrichtung hier. Ich will zumindest von jedem Block so, dass ich die mal gelernt habe. Das klang ungut. Habe ich noch diese Früchte, die man schmeißen kann? Achso, die würden dann hier drunter stehen. Oder hier? Eins habe ich noch. Bin gerade mal neugierig. Ah, das geht doch noch. Aber das könnte ich dann eigentlich auch mal züchten. Was bist du denn? Ah, cool. Wie viel Gesundheit hast denn du noch? Ja, sieht gut aus. Brauchst du Hilfe? Nee, das ist eigentlich alles machbar bis jetzt.
Spider-Silk. Ah, Venom Samples. Genau, davon hat man eigentlich auch relativ wenig, deswegen wollte ich da auch noch ein bisschen sammeln. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier gucken. Irgendwie was zum Ernten in der Nähe ist. Da ist ein Gegner. Aber da leuchtet es auch. Ah ne, das sind zwei Gegner, toll. Nee, ich wollte eigentlich jetzt mal nach unten. So. So, ich leuchte nur so ein bisschen komisch. Korrupte Erde. Ja, das hier entwickelt sich so ein bisschen so in Richtung Albtraumland. Ich glaube, da kommt gleich die nächste Spinne. Zumindest so. Aber hier ist Golderz in dem Spinnweben drin. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Und der Vorteil ist, diese Spinnenweben lassen auch so ein bisschen das Sonnenlicht hier durch. Ich hoffe, ich habe dann genügend Blöcke, um mich irgendwie wieder hier rauszubuddeln. Also so rauszubauen, besser gesagt. Oh, hier haben wir schon das nächste. Was ist das? Rohstone. Diese Geräusche machen mich nicht unbedingt zuversichtlicher. Wo bist du? Lass das Viech in Ruhe. Was sind die... Tabula Rasa-Planeten sind komplett leere Planeten. Hoppla. Ach, kein Problem. Die sind so ein bisschen gedacht zum auch bauen. Ich glaube, da sind keine Gegner drauf. Die sind eigentlich auch so zum Siedlungsbau und Schönbau gedacht. Ohne Gegner halt. So, ach Gott, das ist wieder so ein stinknormaler Lavakern. Von der Landschaft her, ich glaube, das ist friedlich. Ja. Von der Landschaft her sollte das so wie so ein Lush-Planet aussehen. Hat auch die gleichen Vor- und Nachteile wie ein Lush-Planet, glaube ich. Also so ein Starterplanet, Garten, wie auch immer man es nennt. So, ich will das eine Golderz noch haben. So, da ist noch jede Menge im Hintergrund. Ich habe mir extra eine Giftrüstung gebaut, aber ich hätte was gegen Immunität gegen Spinnenweben hätte ich mir bauen sollen. Das ist ja furchtbar. Aber, naja. So, ich habe mich rausgewunden. Gucken, wie weit wir hier kommen. Nee, da gehe ich jetzt nicht lang. Ich versuche es ein Stockwerk drüber sozusagen. Ah, ein Freund, die Spinne. Erstmal heile ich mich selbst. Der Kraft des Apfelsaft. Okay, du hast dich schon geheilt. So, mein Leuchtefreund hier, dem geht's noch gut. So, wie kommt man am besten hier hoch? Am besten hier lang. Komm, leuchte mir mal einen Weg. Geht's da weiter? Okay, hier geht's irgendwie weiter. Ja, und jetzt nach oben bauen. Ich glaube, dass... Wir werden dann schon so.
So, reicht das? Also erstmal das hier wieder wegsetzen. Bisschen Starthilfe brauche ich nochmal. Ja. Bin wieder da, musste meine Fische füttern. Ja, besser als wenn sie hungern. Ja. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du weg warst. Wie sieht's im Chat aus? Gut automatisiert ist der letzte Chat-Nachricht noch. Ich habe mir auch lange überlegt, ob ich die Chat-Nachrichten mit im Spiel zeige. Aber entweder sehe ich die dann selbst und das verwirrt mich total. Oder ich sehe die nicht und habe dann noch weniger, sag jetzt mal, Kontrolle darüber, was da passiert oder nicht. Achso, ich wollte dich doch mal zum Moderator machen. Hab mich aber nur bedingt damit beschäftigt, wie das überhaupt geht. Flip. Also, weil ich ja hauptsächlich das Handy benutze, um Twitch zu managen, nenne ich es mal. Und ich habe jetzt auf dem Handy selbst diese Funktion nicht gefunden. Ich glaube, dafür müsste ich... So, was denn hier? Ach, das da. Der hat Stress gemacht. Ich glaube, dafür müsste ich das auf dem Computer einrichten. Und bin ich noch nicht dazu gekommen. Diese Woche wird sowieso nichts. Wenn ich diese Woche Zeit hätte, dann würden wir auch am Mittwoch streamen, auf jeden Fall. Aber vielleicht die nächste Woche. Oder die übernächste. Ist hier irgendwo, wo ich Licht machen kann? Ja. Habe ich mein eigenes Licht. Das hier ist nur Dekoration, oder? Brauche ich diese Windturbine? Die ist doch eh nur Dekoration, aber... Hier diese Stühle und so weiter. Hab Precursor-Icon gefunden. Ah, cool. Das sind so diese speziellen Crafting-Stationen, die man so gar nicht bauen kann, glaube ich. Die man wirklich finden muss. Hatte ich auch mal irgendwann gefunden, glaube ich. Okay. Ach, das ist einfach nur die Tür, die hier hätten wir auch so rein können. Ja, sieht hübsch aus. Ich glaube, da habe ich mir markiert. So eine Precursor-Station. Um ehrlich zu sein, habe ich auch nie richtig benutzt. Bis jetzt. So eine Precursor-Station. Okay, da ist... Oh, hier sind Banditen oder sowas ähnliches. Da ich ja eh eine Kampfrüstung anhab, könnte ich ja mal gucken. Ich muss nur schneller schießen als die und alles ist gut. Ich hab doch... Ach so, weil die Maus irgendwo ist, nur nicht da, wo ich sie brauche. Los, komm her. Leuchte mir den Weg. Ja, noch ein bisschen. Ah, verdammt. Bring dich mal nicht in Gefahr. Irgendwie treffe ich. Das wollte... Ach, so viele Tasten. Viel zu viele Tasten. So, jetzt bin ich ja schon gleich wieder tot. So. Der hier hatte nur sein Campfire und sonst nichts. Da sind noch drei Kisten. Komm nochmal runter. Leuchte mir den Weg. Ich will wissen, wo es hier lang geht.
So, das ist hier einfach so eine Art Frachtstation. Okay, hier ist ein Messer, das wird natürlich wieder nutzlos sein. Hab eine Mission gefunden. Ah, cool. Soll ich da zu dir mich vielleicht teleportieren? Mit Hellfire-Rüstung als Belohnung. Okay, das klingt nach Endgame-Mission. Was sind da unten? Achso, das sind. Nur wenn du willst. Ich würde es mir auf jeden Fall schon mal freischalten wollen. Achso, hier ist eh nichts drin. Selbst Kaffeemaschine habe ich doch mehr als genügend. Kannst hier mit herkommen und annehmen. Ja, mache ich. Ich versuche jetzt mal, mich nicht länger ablenken zu lassen. Ich betone, ich versuch's. Ich sag nicht, dass das hier irgendwie eine Chance hat. Ah, hier, jetzt komme ich doch einigermaßen nach oben. Undefined Gabo. Bin ich denn jetzt gelandet? So, komm mal her. Mich. Ah, eine Kiste. Ich glaube, das Ding habe ich schon gelernt, oder? Ne, eine Crystal Lamp habe ich gelernt. Das bisschen Titanium nehmen wir natürlich auch mit. So. Unrefined Gabbro. Was ist ein refinedes Gabbro? Gabbro. Und Titaniumerz. Ja, komm mal hoch. Okay. Ich hoffe, du musst jetzt nicht zu lange auf mich warten. Es ist jetzt gerade nicht das beste Gestein, um sich da durchzuarbeiten. Silbererz. Ich glaube, das. Bin mir gar nicht sicher, aber. Normalen Erze? Okay. Hier komme ich gerade raus. Ist hier ein Weg nach oben? Ah, Moment. Hier könnte ich nach oben. Ah, verdammt. Okay, aber prinzipiell geht's. Hier kann ich sogar irgendwie. Okay. Es ist wie so ein Plattformer mit Geduld. Ah, hier. Muss ich jetzt hier nochmal durch? Ein bisschen Schwefel habe ich gefunden. Interessant, dass hier so hartes Gestein ist und gleichzeitig solche riesigen Höhlen, obwohl macht ja auch ein bisschen Sinn. Okay, jetzt sind wir schon in der blauen Erde wieder. Da kam ich ja eigentlich ziemlich geschmeidig durch. Ich höre schon Regen, glaube ich. Okay, da oben ist noch mal. Ach so, diese. Oh, Glowing Sand. Was ist denn das für ein cooles Biom? Habe ich eigentlich gar keine große Lust, hier wegzufliegen, aber. Ich muss ja nicht sofort den Planeten verlassen. Moment, ab hier kann ich mich teleportieren. Bei der Glowing Sand Geschichte. Das ist ja dann da die oberste Schicht quasi. So, ab zu Flip. Okay, ich höre Kampfgeräusche. Ich zieh mal mein Schwert. Extreme Heat Detected. Habe ich noch mein Cooling EPP, bevor ich hier aus Versehen den anderen Coolen mache. Cooling, Cooling, Cooling. Ja, das müsste es sein. Ach toll, genau in dem Moment. Du hast mir nicht gesagt, dass du auf einem Planeten bist, wo ich. Ja, toll. Ich hoffe, du kannst mal noch mein Zeug einsammeln. Okay, macht nix. Ab zurück zu dir. Ich müsste ja jetzt noch einigermaßen mein Zeug einsammeln können. Bis auf das, was in die Lava gefallen ist. Beziehungsweise kann ich die Lava abpumpen und dann da reinspringen? Heil dich. Wie ist denn das jetzt passiert?
Okay. Extreme Hitze hier. Was habe ich denn für einen? Wahrscheinlich eins. Ich machte mal kurz zu drei. Das müsste ja klappen. Lava, Lava, Lava. Sollte gehen. Ja, irgendwie bist du ja da auch gerade. Und verbrennst nicht. So, Stufe 2, Stufe 1 habe ich ja schon. Ich gebe es einfach mal direkt ein. Okay, Plasma Light. Immune Pressure Oxygen. Okay, dafür brauchen wir aber das hier schon. Eiskristalle. Okay, Eiskristalle und Dense Alloy. Ich habe so ein bisschen den Zweifel daran, ob ich Eiskristalle habe. Soll ich dein Zeug einsammeln? Ja. Sammel das mal ein. Es könnte sogar sein, dass da Eiskristalle dabei sind. Ich glaube, das ist ein Eiskristall. Ja, ein toll. Ein Hammer. Das ist. Ja. Obwohl, ich glaube, ein Crystalloom? Ich habe zwei. Dann der fehlt immer noch einer. Aber das ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob man das zufällig durch Chemie herkriegen könnte. Wüsste ich jetzt gerade nicht wie und wieso. Glowing Gale. Das sieht lustig aus. Aber mein Gefühl sagt mir, es könnte hier dabei gewesen sein. So. Alles, was ich verloren habe, sind ja eh irgendwelche Blöcke und Crafting Materials. Crystal Workbench. Okay, ja. Eventuell kann man die hier herstellen. Hier kann man ja auch sowas herstellen. Shiny Crystal, Shining Splinter, irgendwie bunt und hübsch. So. Das kann man hier herstellen. Interessant. Ach so, damit ich das dann herstellen kann. Okay, aber Eiskristalle sehe ich hier leider nicht direkt. Nur die Kristallstation sozusagen. Hast du keine mehr? Ich habe doch jetzt alles. Ich habe doch all mein Material verloren. Das müsstest du jetzt haben, mein Zeug. Ich hoffe, du hast alles eingesammelt. Ja, habe ich. Kann ja jetzt nochmal zu dem Planeten. Und nee, ich will eigentlich wirklich nicht auf den. Ich wollte eigentlich Schleim sammeln. Was ist denn daraus geworden? Ich habe keine Ahnung mehr. Würde ich abraten. Ich wollte hier in diese Schicht, wo. Oh, das sieht cool aus. Glowing Orb. Ja, hier war ein Biom mit leuchtendem Sand. Glowing Mushrooms und leuchtender Sand einfach. Das fand ich cool. Deswegen wollte ich hier noch ein bisschen das Zeug einfach so einsammeln und mal ein bisschen umhergehen. Ich versuche mal den da unten zu auszuweichen. Das hier müsste normaler Sand sein, genau. Aber leuchtender Sand, das klingt auch so ein bisschen radioaktiv. Was soll schon schief gehen, wenn ich das hier einsammle im großen Maßstab? Hier ist noch so. Selbst der Kaktus ist blau. Oder der Kaktus. Das Kaktuswesen, was mich angreift, wenn ich dem zu nahe komme. Ich glaube, es gab zwei leuchtende Sandfarben. Blau und. Okay. Ach, ich bin hier. Für den Planeten bin ich Gott sei Dank stark genug. Der Kaktus war jetzt gar kein so großes Problem. Sieht sehr cool aus, der Planet. Ja, aber das ist halt nur das Biom.
Auf der Landkarte, Quatsch, auf der Universumskarte sieht der Planet halt relativ langweilig aus. Die sind sofort tot, aber ich bin auch sofort tot, wenn ich mich treffen lasse von denen. So, Glass Cannon ist das hier. Ah, Black Cactus. Ich habe schon wieder eine neue Pflanze gefunden, nehme ich mal mit. So. Ich hoffe, das reicht, um die dann selber anzubauen. Ist hier nochmal so ein Kaktus. Ab, ein Crystal. Okay, wenn wir jetzt genügend haben, das wäre ja cool. Ja. Dschungel Ichor. Davon brauchten wir auch mehr. Ah, ich muss schon wieder mal heilen. Und Saft kann ich auch mal wieder trinken. Wollte noch mal gucken, ob es hier vielleicht irgendwie noch ein Dorf gibt oder irgendwie eine Burg oder irgendwas. Irgendein Point of Interest. Oder neue Gegner, die man ergrinden kann. Ah, jetzt bist du da. Okay. Im Hintergrund sehe ich so Palmen, aber die sehe ich nicht wie im Vordergrund. Das würde natürlich auch hier passen. Drop mir dein EPP. Ach so, ja, du willst das hier verbessern. Moment. Das müsste die Taste sein. Ach nee. Genau, das war meine Beam-Zurück-Taste. Die habe ich so lange nicht mehr gebraucht. So, einfach durch. Ist hier oben irgendwas gewesen? Nö. Der hier halt. Ich glaube, ich sammle jetzt noch ein bisschen Sand und dann gehe ich aber auch wieder. Was sind das für eine Flüssigkeit? Plasmic Fluid, okay. Ja, damit. Mit der Plasmaflüssigkeit. Jetzt bist du. Achso, du gibst mir wahrscheinlich das Ding zurück. Moment, ich gehe mal in deine Nähe. Ich glaube, ich habe es eingesammelt. Dankeschön. Ich habe da noch irgendwie ein Modul, was ich sonst eh nicht brauche. So. Achso, der Grund, warum ich ja eigentlich auf dem Planeten war, mit dir zusammen, war ja wegen dem Auftrag. Okay, da ist ein Gegner. Ich will gerade mal wissen, ob ich ihn noch zufällig... Ja, das ist so ein kleiner Tropfen von diesem Plasmaflüssigkeit. Jetzt stirbst du nicht mehr. Zumindest nicht an Schaden. Das hier sieht anders aus. Ich will Sam. Bloody Walk. Okay. Da kommt hier das nächste Biom. Ja. Oh. Sind die böse? Ja, sind sie. Aber die sind nicht stark. Ah, danke fürs Heilen. So. Apfelsaft. Trink den Apfelsaft. Wo ist denn die Maus? Jedes Mal, wenn ich das nicht trinken kann, dann liegt es meistens daran, dass die Maus in irgendeinem Punkt ist, wo sie Probleme hat. Ah. Bandagen. Immer gern gesehen. Okay. Ich drücke einfach mal einen Schalter. Lass meinen armen Freund hier in Ruhe. So, wie komme ich denn da hoch? Ah, so komme ich hier hoch. Sicher eine Jump-and-Run-Passage hier richtig. Das Problem wird eher sein, wie komme ich da wieder runter?
Da ist ein Shiny Zubat. Ach so, da ist noch eins auf meiner Seite. Sieht schon ziemlich cool aus hier. Ich kann mir vorstellen, dass es selbst auf Level 2 oder was auch immer dieser Planet hier hat. Nein! Gott. Ja, ich brauche unbedingt hier was Leuchtendes. Mein Haustier ist nicht leuchtend genug dafür. Moment mal, hier ist doch. Ich hatte doch ursprünglich das Gift-EPP. Das Radiation-EPP, das hatte doch was Leuchtendes drin. Das kann ich doch erstmal anziehen, damit ich zumindest ein bisschen leuchte. Sehr schön. Hoppla. Ja. Ach, Plattformrätsel, ich liebe es. Ich weiß nicht mal, ob sich das lohnt, was am oberen Ende von dem Ding hier ist. Ja, nur so ein kleines bisschen Platz ist. Wenn dann noch so blöde kleine Gegner dazu kommen. Das ist ein Kohleautomat, oder? Genau. Brauche ich gerade nicht. Aber hier sind noch Ruhen mit einer Banane drin. Und Stimpaks. Ach Gott. Okay. Ein Hut mit. Ja, meinetwegen. So, der Rest ist wahrscheinlich. Oh, der ist noch nicht wieder gelootet. Was sind das hier für eine? Ist mir okay. Okay. Ich nehme es einfach mal mit. Ich höre schon wieder Kampfgeräusche. Also die Gegner sind jetzt nicht so schwer, zumindest nicht. Okay. Hey, ein Bauplan für Servitor irgendwas. Okay, noch mehr Stimpaks. Jetzt eigentlich nichts, was ich jetzt unbedingt brauche, aber kannst du ruhig nehmen. Kommen wir hier durch. Ja. Und noch mehr Loot. Yay. Ach so, du hast natürlich. So ein Fallschirm ist natürlich schon praktisch. Wo ist denn der? Hier, Schwert. Da ist so ein. Komm her, du. Ich musste jetzt vor der bösen Fledermaus fliehen. Neuer Bauplan. Irgendein Tor, habe ich gelernt. Und wieder solche Leuchtefrüchte zum Verschießen. Okay, das Ding ist leer. Achso, die haben wir ja beim Hochgehen schon gelootet, die Räume. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier runter will. Ich würde mal drauf verzichten. Das einsammeln? Bios, ach so. Der übliche. Komme ich hier durch eigentlich? Ich würde da nicht zu lange drin stehen bleiben. Tungstenblock. Ach so, das dazwischen ist einfach schwarz und leer oder so? Ah, hier ist ein Bauplan. Lab Chest habe ich jetzt gelernt. Macht den Hunger noch. Macht den Hunger hoch. Ach, Bios macht den Hunger hoch. Das kann sein. Ja.
So. Das war's mit dem hier zumindest. Das könnte es auch mit insgesamt gewesen sein. Ah, ein paar Gene. Was sind das hier Feines? Precursor Hypergraph Tool. Okay. Was mache ich damit? Precursor Device that amplifies gravity. Habe ich irgendwo einen Platz frei, wo ich das mal austesten kann? Ich setze es mal hier rein. Toll, jetzt habe ich das einfach verbraucht. Ich dachte, das ist so, so ein Werkzeug, was man ständig verbrauchen kann. Ja, toll, jetzt habe ich einfach das Ding gewastet. Ich hoffe, das ist nicht schlimm gewesen. Okay, jetzt ist hier so ein eher makaberes Rotten Flash-Biom. Könnte sein, dass hier die Madness steigt. Einfach nur, weil wir hier drin rumlaufen. Sehe ich das irgendwo? Spätestens hier? Ne, an der Stelle sehe ich es nicht. Also, scheint okay zu sein. Weil ich gerade schon wieder diese hässliche Hintergrundmusik habe. Oder Hintergrundgeräusche zusätzlich zu dem, was sowieso noch gerade passiert. Achso, ich leuchte. Das Viech ist lieb. Noch. So, hier kommt man nicht mehr hoch. Mhm. Bloody Rock. Okay. Einmal hier durch. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt hier auf dem Planeten noch sein möchte. Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Wie spät haben wir es denn? Oh, es ist gleich um 12. Ich wollte nicht so lange machen, zumindest nicht so lange streamen. Weil, wie gesagt, ich habe noch meinen kalten Tee hier. Ich muss morgen einigermaßen früh raus. Also zumindest so früh, dass ich nicht so früh, nicht so spät ins Bett darf. Ah, okay, da. Es nähert sich. Warum hat das jetzt gerade nicht geklappt? Egal, jetzt klappt's ja. Ach, du hast ein Mikrofon in der Hand. Ich habe mich gerade gefragt, welches Instrument das jetzt ist. Wunderschön. Wunderschöne Klänge. So. So. Wunderschön, die Melodien. Ich freue mich so sehr. Den will ich eigentlich nicht wehtun. Mal gucken, ob wir an den einfach vorbeikommen. Yeah, Freiheit! Naja, so ungefähr. Yay! Glubschaugenbäume! Komm her, du. Ich glaube, da kriegt man Oculus an den Dingern. Insanity! Ach, verdammte Schande. Okay, jetzt haben wir definitiv Madness. Kann ich damit irgendwas researchen jetzt? Okay, keine Madness, die ich benutzen kann anscheinend. Bist du jetzt gestorben? Ich habe doch das Teil hier zum Fällen. Beam Deeply. Doomwood Sampling habe ich jetzt bekommen. Oder ist das der Regen auf diesem Planeten? Das würde ich dem Planeten auch noch zutrauen. Hm. Nein, hab meinen Typen geholt, der Insanity Moon bufft. Okay. Für dich oder für mich auch? Weil ich krieg grad... Also das verfällt gerade hier wieder. Der Insane Buff. Oder Debuff, wie auch immer. Weiß nicht. Ich glaube eigentlich nicht, aber... Nee, das sieht aus, als könnte ich es ernten. Nö, wenn ich's, ich kann es nur so ernten. Bioluminescenzspore, okay. Und noch so ein Teil. Bin ich jetzt hier reingefallen? Ja. Ah, das ist vorbei. Jetzt kommt wieder das Pilzbiom.
Damit habe ich den Planeten jetzt eigentlich einmal so grob umrundet. Random Samples. Lohnt sich das nochmal auf den Planeten zu gehen, wo du gerade warst? Ich gehe mal hier hoch, weil so richtig viel Lust habe ich jetzt nicht mehr auf dem Planeten. Wie gesagt, es sind eh nur noch 10 Minuten. Ich schaffe erstmal meinen ganzen Loot weg. Ja, für die Mission. Okay, aber ich will jetzt wirklich erstmal die Sachen in Sicherheit bringen. Ein bisschen was habe ich ja doch mitgenommen. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. So, ich kann mal hier ein bisschen die Miete einsammeln. Was, okay, wie zieht's? Das war ja eine reichhaltige Miete. Achso, hier ein bisschen Saft trinken, einfach damit ich es nicht vergesse. So. Genau, hier war doch mehr so diese Sparte. Das und das, das. Kralle auch? Ja, Kralle auch. Und das. Und eventuell noch. Da, komm her, du. Ja. Das müsste es gewesen sein. Da habe ich noch so einen Vulkankor. Ich glaube, der kommt da rein. Ja, jetzt renn doch nicht weg. So, Erze immer gerne hier rein. Oh, was ist... Ah! Davon habe ich auch ein bisschen was bekommen. Schau mal, bekommst du mein Eiskristall? Bist du, bist du das hier? Nee, das ist der NPC. Hier bist du. Eiskristalle aus normalen Kristallen? Ernsthaft? Okay. Ja, okay, und hier kriegt man ja auch noch mehr als genügend Zeug raus. Das ist noch nicht voll, das heißt, verletze ich mich gerade? Ah ne, ich habe ja das Radiation-Teil an. Alles ist gut. Ja, auf jeden Fall die Elektronik weg. So, was haben wir denn an Flüssigkeiten? Bin ich gerade da schon mal drin? Okay, das ist gar nicht so viel. Ich habe irgendwie so eine Plasmaflüssigkeit eingesammelt. Ja. Die füllt so schön den... Ich habe genau hier 2000 Leuchtesand. Die habe ich mitgenommen. Ist gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Extractable, siftable. Swarm Dirt. Okay, das hat man schon. Sandstone, das klingt eher nach der anderen Kiste. Bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Das hat man tatsächlich schon. Das noch nicht. Bloodstone. Witch in... Ach genau, der eine wollte doch irgendwie... so einen Spezialschleimstein haben. So, das sind eher so Baublöcke. Wie habe ich das jetzt geschafft? Resistance. Und ich leuchte komisch. Na, meinetwegen. So, das kann da rein. Und die gebauten Blöcke können hier. Und dann bin ich doch eigentlich einigermaßen frei. Ich habe uns in Quecksilber geduscht. Okay. Vielleicht bringt das ja sogar was. Achso, ich könnte auch mal eigentlich meinen Typen, der eigentlich nur die ganze Zeit auf mein Schiff versauert, auch mal wieder mitnehmen auf die Reise.
Hier, du da. Ja, komm mal mit. Ab zu Flip. Und noch mal zu deinem Schiff, genau. Buffs habe ich jetzt eigentlich? Ach genau, da kommen. Achso, ich habe jetzt alle Blöcke weggetan. Achso, natürlich, die Blöcke, die Holzblöcke, die sind ja bei meinem Tod weggegangen. Das macht nichts. Habe ich noch hier habe ich noch was zu essen. Das Richtige. Ja, genau, danke, dass du mich daran erinnerst. Hätte passieren können, dass ich jetzt aus Versehen gleich wieder mein Verderben renne. Wäre gar nicht mal so untypisch. Der Planet sieht auch wirklich sehr nicht einladend aus. So, vor Lava beschützt mich das aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich krieg trotzdem ganz schön Debuff. Ja, ich sterb schon wieder. Du bekommst Schaden. Ja, ich habe zu spät auf meine Spezialtaste gedrückt. Pixel hatte ich zum Glück nicht so viele. Okay, ich brauche noch was, was gegen Burning hilft. Moon Protogas. Hatte ich nicht noch irgendwas anderes, was. Andere Rüstung. Ich habe keine Burn-Rüstung. Ich gehe trotzdem nochmal zu dir. So, hast du mein Zeug eingeladen? Achso, ist da irgendwas in die Lava gefallen? Waren nur zwei Sachen. Stimmt, ich hab doch noch nix. Ich kann schon wieder fliehen. Ich sterb gleich wieder. Wenn ich nicht sogar auf meinem Schiff sterbe. Nee, diesmal nicht. Mein Leuchtevieh, ist das zufällig draufgegangen? Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja. Schau mal deine Stats an. Stats. Ach so, hier. Die erweiterten Stats. Immunity, Burning, okay. Resistance, 20% nur Feuer. Advanced Stats. Wastrel Traits. Da war auf jeden Fall, dass ich gegen Eis und Snow immun bin. Dementsprechend kann es natürlich sein bei Weakness. Nee, Weapons ist das. Minus 40% Fire. Und das Teil steht da irgendwie plus 60%. Das sind also plus. Ich hab 70, das ist hart. Was machen wir jetzt? Mein erster Gedanke wäre, gucken, ob es hier irgendwie ein Wundermittel gegen für Hitze-EP-Widerstand gibt. Was ist denn das? Combat Plants? Was gab's noch? Utility Plants und Exploration Plants. Da könnte es dabei sein. Poison. Beastings, Bio-Ooze, Pus, Slime, irgendwie in der Richtung. Ready Action. Sulfuric Acid und das Zeug. Poison. Aquatic Plants, das brauchen wir wahrscheinlich weniger. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwo eine Pflanze dabei ist, die einem Feuerresistance gibt. Irkyosolar, okay. Es gibt eine Pflanze, die einem gegen Druck immun macht. Das ist ja mal interessant. Extreme Radiation? Okay. Extreme Heat. Dragon's Beard Herb. Das könnte man zum Beispiel versuchen. Und Quellstem Bud. 25% Fire Resistance. Obendrauf nochmal. Immun gegen Burning, Lava. Und immun. Aber das geht nur eine Minute. Dann muss ich mich quasi ständig damit
Du, oder es gibt noch Rezepte mit dem Zeug. Shadow. Shadow Tate. Okay, aber das wäre jetzt so die erstbeste Idee, die ich hätte. Versuchen Dragonsbeard. Wenn ich es nicht schon aus Versehen habe. Muss mal hier ein bisschen was essen. Das ist jetzt ungeil. Ja, das tut mir ein bisschen leid. Ach so, ich habe ja das EPP. Aber ich kann ja noch versuchen, eine Rüstung, die gegen extreme Hitze hilft. Also eine Rüstung plus EPP plus... Ja, aber darauf muss man sich einstellen. Dafür könnte ich quasi fast nackt auf einem Liquid Nitrogen Planeten rumlaufen. Das wäre dann der Vorteil. Lava Base. So, ist gleich um 12. Weiß gar nicht, ob das Sinn macht, jetzt nochmal nachzuschauen für Sachen, die ich erst in der Woche machen werde. Aber auf der anderen Seite bin ich neugierig und deswegen will ich das jetzt einfach mal nachgucken noch. Ich glaube, du guckst auch gerade nach. Hier bei Rüstung. Wenn ich jetzt einfach Heat Resistance eingebe oder be einfach nur... Ach komm, schreiben kann ich auch nicht mehr. Mal sehen, was mir da angezeigt wird. Morphite, okay. Extreme Heat, Cold, Radiation, Acid. Einfach gegen alles, aber nur 10% von allem. Und das ist das Set-Bonus auch. Und Sunwalker. Immun. Sunwalker sagt mir was. Morphite und Dense Alloy. Molekular Nanofiber. Auch Tier 5 nur. Und die Rüstungswerte sind jetzt auch nicht mal so hoch. Aber ich glaube, das wäre dann das, was ich... ich glaube, das ist Erforschung, so das Endtier von Crafting. Glaube ich. Ist es das hier? Synthetic Fabrics? Nee. Molekular Nanofiber, okay. Brauchen wir das? Und wir brauchen das. Das müssten wir aber eigentlich alles haben. Das hier können wir ja ein bisschen auf dem Planeten farmen, wo ich jetzt gerade drauf bin. Das farmt unsere Farm. Das hier, das kriegt man ja schon hinterhergeschmissen. Da ist ja gar nichts mehr Besonderes dran. Ich versuche das trotzdem mal schnell noch zu erforschen. Das war ein bisschen Poison einfach. Bisschen. Kommt zu mir. Och. Naja, mach ich gleich. Nimm diese Mission. Ach so, ich soll mal ganz kurz auf den Planeten gehen, die Mission annehmen und dann. Ja, mache ich. Ist jetzt, oh, ich hoffe, ich überlebe das. Ich höre schon, wie ich brutzle. Accept. So, und wieder runter auf den Planeten. Aber Hellfire-Rüstung, glaube ich. Kann man das hier auf der Quest sehen? Completed, active. Wo ist denn das Neueste jetzt? Das dann ganz unten? A new home. Das können wir auch mal machen. Obwohl das natürlich relativ... Lost Things. Ah, oh, hier gibt's, Transmutated. Cool. Hard Labor. Hier ist es. Okay, Immune, Extreme Heat, Burning. Flamethrower, Hellfire Damage, Glow. Ich glaube, die Rüstung wäre dann auch interessant zum benutzen. Und hier ist noch die passende Waffe dazu. Die ist sogar Tier 6. Das wäre doch dann. Was hast du gerade geschrieben? Die ist im Schiff. Ja, die Mission ist im Schiff. Die einzige Frage ist. Ach nee, hier. Ja, wenn ich die aber hier anschaue, die Mission, Power Invincible, dann sehe ich nicht, welches Loot dabei ist und dann sehe ich nicht das, was ich gerade gesehen habe.
was diese Rüstung kann. Die wäre nämlich ganz gut. Tower Invincible. Dann habe ich aber gesehen, die wäre Stufe 6. Also ein bisschen stärkere Rüstung schon. Sieht aus wie ein Turm. Also das Bild davon. Und der Name sagt das ja auch, Turm. Ich weiß nicht, wie gut du Englisch kannst, aber ja, alles in dieser Beschreibung sah aus wie Turm. So, 5 nach 12. Es tut mir wirklich leid, aber ich würde dann mal langsam Schluss machen. Ich hoffe, ich denke dran, aber dann können wir ja nächste. Ich würde noch eine etwas stärkere Rüstung irgendwie wollen. Fürs nächste Mal eine etwas stärkere Rüstung. Die Rüstung, die ich eigentlich haben wollte, naja, daraus ist ja so gut wie gar nichts geworden. Das ist aber zum Teil auch meine Schuld. Genau, ich wollte ja wissen, welche Planeten hier sind. Habe ich den jetzt eigentlich mal besucht? Was war denn das jetzt? Ach so, ein Mountain-Planet. Ja, da wird es immer noch nicht die Slime geben, die ich brauche. Ich wollte eigentlich auf so einen Gelatine-Planeten. Ah, hier ist ein Penumbra. Okay. Hier ist Penumbra, Ozean, Rainforest. Hier ist ein Gelatine-Planet. Ja, komm. Fuel ist jetzt nicht das Schlimmste. Ich wollte diese Schleimrüstung, die sozusagen die ganze Zeit diese Dinger droppt, weil ich das irgendwie cool fand. Und das vielleicht noch dann. So, das könnte der Jelly-Planet sein. Oder was? Ein Slime-Planet, genau. Klick da mal. So, ich versuche mir das schon zu merken. Rüstung. Ist ja eigentlich super. Cooling-EPP brauche ich jetzt nicht. Würde ich wieder das Radiation-Ding anziehen? Fürs nächste Mal, einfach damit ich ein bisschen leuchte. Von mir hin. Wo ist es denn? Eins von den beiden. Damage. Focus Shard. Ach so, und mein Schleim heilen. Nicht mein Schleim. Mein Leuchter. Meine Lampe sozusagen. Meine lebendige Lampe. Interessant, dass ich immer noch den Leuchtbuff hab. Achso, jetzt habe ich den Leuchtbuff, weil ich das Ding angezogen habe. So, das hier sieht alles noch so halbfertig aus. Ich wollte eigentlich schon längst mal weitergebaut haben. So, den kann ich eigentlich auch mal heilen. Der hat ja keine Selbstheilung. Wo ist der andere? Hier ist der andere. So. Okay, das war's jetzt. Ich sehe im Chat sind drei Zuschauer. Ah, disconnected. Okay, vielen Dank fürs Dabeisein, Flip. Vielen Dank für alle, die jetzt auch noch dabei sind. Ich sehe gerade hier eine Taste Kanal wählen. Macht das Sinn? Und ich wüsste auch gar nicht, wohin ich euch jetzt schicken soll. Drei Leute, ehrlich gesagt, hätte ich das mal machen können vor langer, langer Zeit, als ich mal diese 15 Zuschauer hatte. Da hätte ich das mal machen können. Aber jetzt finde ich es ein bisschen albern. Also, Tobi. Ja, okay, wir raiden Tobi. Da klicke ich gleich drauf. Dann mache ich hier aus. Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Ich probiere es einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Das wird erst frühestens in einer Woche sein. Und dann auch nur, wenn alles gut geht. Und ja. Dann schauen wir mal. Vielen Dank fürs Mitmachen, Flip. Und das war's jetzt endgültig. Ich klicke jetzt mal auf Tobi und mal gucken, was passiert.